So, was erwartet uns heute? Der Inhalt. Wir besprechen jetzt einfach mal so ein paar Länder und Sitten, die da halt einfach auch sind, dass man dann einfach auch mal wirklich weiß, ja, warum sind diese Hunde aus diesen Ländern einfach so, wie sie sind? Dann besprechen wir ja, diese ganzen charakterischen Besonderheiten, sage ich jetzt mal, von den Herdenschutzhunden, beziehungsweise müssen ja nicht immer unbedingt die reinrassigen sein, sondern eben auch die Hunde mit Herdenschutz. Hundtypischen Verhaltensweisen. Man muss ja nicht unbedingt immer einen klassischen, reinrassigen, großen Herdenschutzhund haben, um trotzdem herdenschutztypische Verhaltensweisen bei seinem Hund wiederzuerkennen. Dann die Thematik Streuner, gleich Streuner. Dann die häufigen Probleme mit den Auslandshunden, Allgemeines über Auslandshunde und die Persönlichkeitstypen. Genau, also ungefähr 60 Seiten sind es jetzt. Und genau, dann fangen wir auch gleich mal damit an, nämlich die Länder und die Sitten. Fangen wir erstmal mit Spanien an. Da haben wir tatsächlich viele Herdenschutzhundtypen mittlerweile, weil in Spanien ja mittlerweile der Bär eingezogen ist und da wurden halt eben auch spezielle Herdenschutzhundprogramme zum Abwehr der Ziegenherden und der Schafsherden eingeführt. Und in Spanien werden viele, in Anführungszeichen, auch Jagdhunde gestohlen. Und deswegen braucht man einfach auch die Herdenschutzhunde. Oder ich sage ja gar nicht so diese reinrassigen Herdenschutzhunde, sondern vielleicht einfach auch die Hunde mit herdenschutztypischen Verhaltensweisen zum Schutz. Reinrassige spanische Hunde, das ist halt immer dieses große Problem, werden dann hier in Deutschland aber als Bernhardiner, Mischlinge, als Landseer, als Leonberger etc. Ich habe aber auch schon tatsächlich gehört, Border Collie Mischlinge. Also wirklich so einer, der hier so ein bisschen aussah, okay, da war jetzt die Farbe jetzt umgedreht. Das Weiß war tatsächlich dann schwarz und das Schwarz war weiß. Aber der Hund war eben schwarz-weiß und dann wurde der als Border Collie Mischling verkauft oder vermittelt. Und dieses Tierchen hatte aber ungefähr 50 Kilo auf der Waage und war doppelt so groß wie ein Border Collie und hatte so überhaupt nichts mit dem Border Collie zu tun. Und es war halt einfach auch so ein bisschen das Problem. Der Mann war Ex-Schäfer, der wollte halt tatsächlich dann einen Border Collie sich holen. Hat dann gesagt, okay, Border Collie, mit denen habe ich Erfahrungen. Wie gesagt, ich bin ein Ex-Schäfer. Und ja, wollte dann eben was Gutes tun, hat sich diesen Hund dann aus dem Ausland geholt und hatte dann auf einmal einen Herdenschutzhund da. Und ja, das war dann eben nicht so das, was er unbedingt wollte. Deswegen, ja, was soll ich denn jetzt sagen, diese Vermittlungstexte sind natürlich öfter mal auch ja, irreführend, gerade wenn so Rassen auch angeführt werden. Ich sage ja, Bernhardiner, Landseer, Leonberger, Terrier, weiß Gott was ich hier unten, diese Labrador oder Labrador-Mischlinge aus Spanien, die da aber einfach ja, rein rassige Hunde das sind. Ne? Und das große, große, große Problem, da müsste man ja, wenn man schon eine Rasse angibt, sage ich halt auch immer diesen Leuten, wenn sie sagen, zum Beispiel bei mir, ja, was hast du denn da? Hast du denn, also meine Weiße, hast du denn da eine Marimano-Hündin? Sage ich, nee, es ist irgendwie ein Mix. Ja, wie ist es ein Mix? Aber die schaut aus wie ein Marimano, weil sie ist ja weiß. Ja, aber erstens kommt sie nicht aus Italien, sondern aus Bosnien. Und vor allem ist halt immer diese, ja, diese Problematik, oder was heißt Problematik? Man müsste ja eine reinrassige Mutterhündin und einen reinrassigen Rüden haben in, ist jetzt völlig wurscht, in Rumänien, in Spanien, in Griechenland. Und die müssten sich aber dann auch noch treffen und die müssten sich ja dann verpaaren, dass ich natürlich auch einen reinrassigen Bernhardiner oder hier eben den Labrador oder Landseer oder Leonberger oder etc. oder den Border Collie ja dann halt eben auch gezüchtet habe. Und dadurch, dass ja diese Hunde ja oft eben frei auf der Straße umeinander laufen, ist die Chance natürlich sehr, sehr, sehr gering, auch wenn sie vielleicht die Farbe haben, auch wenn sie vielleicht die Größe haben, auch wenn sie vielleicht das Fell davon haben, doch eben sehr gering, dass es eben reinrassige Hunde sind. Und dann schauen mich immer die Leute auch ganz entsetzt an. Ach so, ja, aber wie? Ja, du hast ja eigentlich dann nur so einen Horst. Einen was?
Ja, einen Horst. Ja, was meinst du denn jetzt da? Das hat Udo Ganzloser immer gesagt, der Horst, der Hund ohne Rasse. Weil Mutter ist ja schon irgendwas total Vermischtes, Vater ist irgendwas total Vermischtes, dann wird ja da wahrscheinlich dann eben auch kein Labrador-Mischling dabei rauskommen oder eben auch kein Bernhardiner-Mischling dabei rauskommen. Es sind einfach Hunde ohne Rassen. Aha, Ja, dann sind natürlich viele enttäuscht. Gerade eben diese Labrador-Mischlinge aus Spanien oder eben reinrassige Labradore, die man sich dann holt, in Anführungszeichen. Ja, das sind Mischlinge von den Hunderassen, die eben in Spanien extrem scharfe Wachhunde einfach sind. Und das ist halt dann natürlich nicht das, was ich dann hier in Deutschland haben möchte. Es sind, wie gesagt, öfter mal dann auch die Familien, ja, wir haben schon ein paar Labradore gehabt und wir haben jetzt eben gedacht, wir tun irgendwas ganz was Gutes für den Hund und jetzt wollten wir eben uns keinen Hund vom Züchter holen und der ist doch ein Labrador-Mischling oder wurde als Labrador-Mischling ja ausgeschrieben. Meine Isi wurde übrigens auch als Golden Retriever Labrador-Mischling ausgeschrieben. Ja, ist sie natürlich nicht. Der erste Besitzer von ihr hat sich davon täuschen lassen, ich nicht. Und ja, das ist halt dann eben dieses große Problem, wenn ich dann eine Familie habe, wenn ich vielleicht mit dem Hund viel unterwegs sein möchte, wenn ich viel Besuch empfange und genau, eigentlich einen Labrador haben möchte, beziehungsweise Labrador-typische Eigenschaften, nämlich dass er jeden ins Haus lässt. Und jetzt, wie gesagt, bekomme ich einen Hund, der extrem scharf ist und mir eben keinen mehr ins Haus lässt. Ne? Ähnlichkeit haben sie. Okay, dann, was läuft noch so in Spanien umeinander? 2007, 2008 wurden die Pits und die Staffs in Spanien sehr beliebt. Habe ich dann auch immer mal welche, die dann auch tatsächlich so einen Staff-Kopf da haben. Ja, ich spreche dann die Leute natürlich auch an, Gentest. Ja, und mehr sage ich jetzt dazu, glaube ich nicht. Sehr beliebt in Spanien sind Wachhunde. Ist auch da völlig egal, welche Rasse. Sie sind dabei wirklich problematisch, weil, wie gesagt, ist jetzt völlig auch egal. Kann ja jetzt auch mal irgendein Jagdhund sein. Aber die meisten werden da eben auch sehr isoliert gehalten und haben ja keinerlei oder wenig Menschen- und Hundekontakt. Und wenn ich die dann natürlich nach Deutschland hole, ja, kann das extrem problematisch sein. Und natürlich, wie gesagt, viele, viele Jagdhundrassen. Bretone, dann aber auch die Setter, die habe ich reinrassig tatsächlich wirklich aus Spanien, die ein bisschen ausgesondert wurden. Also da kann man schon Glück haben und tatsächlich dann auch einen reinrassigen bekommen. Türkei habe ich tatsächlich jetzt auch schon den einen oder anderen Hund in der Hundeschule gehabt. Hunde haben in der Regel aber nichts mit den Kangal, mit den Kangal-Mischlingen zu tun, landen aber dann auch tatsächlich als solche hier in Deutschland. Meist ganz, ganz große Hunde mit klar starker Territorialität und Ressourcenverteidigung und richtige Überlebenskünstler. Und es waren tatsächlich dann solche, die hier bei mir auch auf dem Hundeplatz da mal zu sehen waren. Also der war tatsächlich aus der Türkei rübergeholt, was ja nicht so ganz legal ist. Und der wurde dann über den türkischen Tierschutz hierher geholt. Ja, was es dann auch tatsächlich wirklich ist, ist es tatsächlich wirklich die richtigen Kangal-Mischlinge. Oder ist es dann doch etwas, was so ausschaut und vielleicht noch ein bisschen krasser ist? Ja, das frage ich mich auch, wer das hier braucht tatsächlich. Italien, sehr uneinheitliche Typen, viele Jagdhundtypen, auch Pointer Setter, Vorstehhunde, aber einfach auch viele, viele, viele Herdenschutzhundtypen vom Marimano-Typ. Also das ist hier auch so eine Hündin. Ne? Ich sage ja ein bisschen weiß und dann könnte es natürlich sehr wohl dann auch ein Marimano-Typ sein. Und Italien ist aber so ein bisschen problematisch, weil es halt sehr viel Kettenhaltung einfach auch hat und die Hunde dadurch vielleicht auch eben weniger Kontakt wieder mit Menschen beziehungsweise auch mit Hunden haben. Ne, also ich habe gute Italien-Auslandshunde und ich habe auch wirklich viele, die ja einfach
sehr, sehr, sehr ängstlich sind, sich nicht anfassen lassen, dann wahnsinnig gut natürlich auf der Jagd sind, aber ja, eben das Problem haben, kommen wie viele Auslandshunde einfach hier mit der Enge in Deutschland nicht klar. Griechenland, auch gerade da eine große Tradition in Hüten- und Herdenschutzhunde, allerdings auch immer mehr Jagdhunde, vor allem für Vogeljagd. Jagdhunde sind da aber auch tatsächlich Wachhunde. Ne, und sehr viel traditionelle Kettenhaltung, auch da wieder Bewachen von einsamen Grundstücken, von Olivenbäumen, auch da wieder diese große Problematik, dass ja, diese Hunde sehr, also häufig sehr wenig Menschen und sehr wenig Hunde sehen. Und wenn sie dann eben nach Deutschland kommen, dann einfach völlig überfordert sind. Ich habe mal irgendwie auch eine, ja, das war irgendwie auch so eine Bretone-Mischlingshündin, die Leute haben in Griechenland Urlaub gemacht, waren beim Wandern in Griechenland und haben irgendwo auf dem Berg oder auf der Hälfte vom Berg einen Hund gefunden, der da ja irgendwo am Straßenrand gelegen ist, halb am Sterben war, haben den Hund mit nach Deutschland genommen. Wahnsinn. Also das war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob jetzt da tatsächlich der Jäger den irgendwie hingelegt hat, ob der weggelaufen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Hund nur auf der Flucht, also wirklich nur auf der Flucht der Hund. Von rechts nach links, wenn die Besitzerin im Wohnzimmer war, wollte der Hund in die Küche. Wenn die Frau in der Küche war, wollte der Hund ins Wohnzimmer. Die Frau musste den kompletten Boden mit, ja, tatsächlich mit so einer Plane auslegen, weil der Hund einfach, ja, wenn er sie gesehen hat, gekotet hat, uriniert hat. Wie gesagt, er ist nur von rechts nach links. Irgendwann haben sie dann mal Halsband drauf bekommen. Dann kam die Frau auf die glorreiche Idee, mit dem Hund auch noch spazieren zu gehen. Dann kam sie auch auf die glorreiche Idee, zu mir in die Hundeschule zu gehen. Ich habe gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch den Hund jetzt nicht. Ja, aber draußen ist er ein bisschen besser als in der Wohnung. Da sage ich, ja, schön, aber Wahnsinn, ne? Also bitte lass dem Hund einfach im Garten bauen, irgendwie einen separaten Bereich, aber hol ihn nicht mehr in die Wohnung. Ja, was daraus geworden ist, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es sich großartig verändert hat. In der Regel muss man schon sagen, sind die Griechenlandhunde aber relativ gechillte Hunde. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Dann Osteuropa, das sind halt diese typischen osteuropäischen Hunde, ursprüngliche Bauernhunde, wirklich so eine bunte Mischung aus Jagd, Herdenschutz, Wind- und Hütehunde. Sie sind recht einheitlich, so ein bisschen spitztypisch, mittelgroß, meist wuschelig, wegen dem rauen Klima und eben wurden dort als Dorf- und Wachhunde eingesetzt. Nun, die Menschen haben da halt einfach nichts und da brauchen sie Hunde, die eben bellen. Also lebende Alarmanlagen so quasi. Und dieses große Problem haben wir ja bei diesen Hunden, dass sie eben sehr, sehr, sehr viel bellen. Und dann sind sie in Deutschland und sollen da nicht bellen, weil sie vielleicht irgendwie vermittelt wurden in die Stadt, zwei Zimmer, Wohnung irgendwie im fünften Stock. Da darf er halt eben dann nicht bellen. Das große Problem auch bei diesen Hunden, viele haben tatsächlich einen Besitzer, werden aber trotzdem oft eingefallen, sind misstrauisch. Nochmal, es sollten ja eben Alarmanlagen sein. Und ja, dann auch da kommen sie eben nach Deutschland. Man möchte dann viel knuddeln mit den Hunden, man möchte dann viel spazieren gehen mit denen. Das kennen die ja gar nicht. Und viele osteuropäische Hunde haben allerdings auch tatsächlich oft Charkertypen mit Herdenschutzhund-Eigenschaften. Ich habe auch jetzt eine sitzen, die schaut fast reinrassig aus wie so ein Ovtcharka. Meine Mary, meine Teddy, also unsere Hunde haben immer so ein bisschen Doppelnamen. Die kommen immer mit ihrem Namen und ich habe eine Mitarbeiterin und die gibt immer irgendwie grundsätzlich allen Hunden andere Namen. Deswegen auf den Internetseiten heißt sie dann Teddy von dem Tierschutzverein und Mary und bei uns, wie gesagt, heißt sie Teddy und die schaut fast rein wie so ein Ovtcharka aus. Dann, ja, auch das, leider Gottes, bei mir in der Hundeschule gewesen, dieser Bobtail-Mischling, also in Anführungszeichen aus Rumänien, dieser Bobtail-Mischling, der Besitzer hat sich auch gedacht, ja, okay, ich hole mir dann halt einfach einen Hütehund.
Ach, der ist ja so putzig, der hat ja so schönes Fell. Auch stand auch übrigens in der Beschreibung Bobtail-Mischling drin. Ja, es war dann halt einfach ein reinrassiger Mioritic aus Rumänien. Hatte natürlich mit Bobtail und Bobtail-Eigenschaften gar nichts zu tun, sondern ganz klassischer Herdenschutzhund. Die ersten 2, 3 Jahre völlig unauffällig und dann hat er sich ein bisschen verändert. Oder ja, dieser Schäfer, in Anführungszeichen Schäferhund-Mischling. Auch eben aus Rumänien, ja, der aber eben halt auch kein Schäferhund-Mischling ist, sondern ein reinrassiger Herdenschutzhund. Ja, und auch da, wie gesagt, wenn ich mir natürlich einen Schäferhund hole, dann möchte ich eben auch also Schäferhund-typische Eigenschaften haben. Ein bisschen will to please, natürlich auch einen Hund, ja, der ganz klar. sportlich ist und mit dem ich vielleicht jetzt noch irgendwie apportieren kann. Und ja, dann hole ich mir halt den, der schon so ein bisschen Schäferhundmäßig ausschaut, aber in der Ecke liegt, gar nicht irgendwie so mit Menschen zusammenarbeiten möchte, der sagt, okay, kannst du das Dummy da hinten hinschmeißen, es interessiert mich nicht, hol es doch alleine. Und ja, will to please, ja, okay, außer vielleicht bleibt Platz. Das können sie und das können sie wirklich sehr gut. Genau, hat man dann auch nicht. Und das große, 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 große Problem ist dann aber halt natürlich auch, dass wenn die dann auch in den Schäferhundverein gehen und der Hund dann mit Druck erzogen wird und dann ja mit 3, 4 Jahren den Besitzern um die Ohren fliegt. Frage auch, die kommen alle wahrscheinlich auch mit 3, 4 Jahren, ja, gibt es die meisten Rückläufe. Habe ich tatsächlich jetzt wirklich, ich habe einen, ja, keine Ahnung, wo jetzt der gerade herkommt. Der ist tatsächlich 4 Jahre alt. Beißverfall ist ein Menschen hinten in den Nacken reingegangen und hat dann reingebissen von hinten. Der ist tatsächlich 4 oder 4,5. Den habe ich jetzt bekommen. Ja, wie die Ecke schon gesagt hat, die ersten 3 Jahre unauffällig, das letzte Jahr dann gekippt. Ja, den einen, den ich habe, da kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil er 4 ist, sondern er ist halt tatsächlich 4, war aber jetzt halt tatsächlich auch 4 Jahre im Ausland, ist dann rübergekommen nach Deutschland, einen Monat in der Vermittlung drin gewesen, 4 schwere Beißvorfälle, ist dann eben auch zu mir. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt so nichts sagen, weil er eben erst auch mit 4 vermittelt wurde, tatsächlich. Ja, aber wie du gesagt hast, die meisten, ja, sind dann tatsächlich mit 3, 4 Jahren auffällig. Genauso wie der halt, der süße Bobtail-Mischling. Christine, woran es liegt, dass sie sich verändern, kommt später. Da habe ich eine ganze Folie davon. Genau, wie gesagt, später dann auch noch so eine Sache, gerade weil eben diese Herdenschutzhunde sehr, sehr, sehr häufig so, ich sage es jetzt mal, so Sleeper sind. Am Anfang sehr, sehr, sehr unauffällig und dann auf einmal knallen sie. Ungang, meist Herdenschutz-Kuvach-Typen, so Eisbär-Typen dann halt einfach, aber auch Herdengebrauchshunde, Mudi, Puli, Pumi, die dann sehr häufig als Pudelmischlinge, auch der ist tatsächlich hier mit seinem Löckchen als Pudelmischling nach Deutschland gekommen. Ja, es ist natürlich alles andere als Pudel. Die Besitzerin hat es dann auch sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, als sie zu mir im Unterricht kam. Und noch einmal, ich habe nichts gegen Herdenschutzhunde. Wie gesagt, ich habe selber 3 und ich habe auch nichts gegen Auslandstierschutz. Sonst hätte ich ja jetzt, wie gesagt, nicht 13 vom Ausland da. Aber das große Problem ist natürlich, dass ich die Herdenschutzhunde ein bisschen anders im Unterricht behandle als jetzt, ja, Border Collie, Aussie und Co. Und die Leute bekommen auch andere Hausaufgaben von mir. Und das ist dann für die Leute, wenn ich halt eben sage, hey, der Hund braucht einfach ein Kommando hinten, der Hund braucht ein Abkommando, der Hund braucht vielleicht aber auch von vornherein einen separaten Raum, dass der mal da reinkommt, wenn Besuch kommt. Und ich sage ja, wenn die dann eben alle 6, 7, 8, 9, 10 Monate alt sind, dann schauen mich immer die Leute mit riesengroßen Augen an. Ja, Diane, und oh nein, und was hast du? Ich habe nichts dagegen. Aber ich denke halt eben so ein bisschen auf die Zukunft. Und die Zukunft hat mich halt eben gelernt, dass sie halt leider Gottes eben mit einem bestimmten Alter kippen. Und da ist es dann eben sehr, sehr, sehr gut, wenn man gesunden bestimmten Sachen beigebracht hat und wenn man eben schon vorher Management begangen hat. Und viele Mixe mit Redlocks, dann haben wir sehr häufig den Commodore-Einschlag oder halt eben hier diesen
Pulli auch. Genau, ich habe da tatsächlich jetzt auch sowas bei mir in der ich meine, in der Pension sitzen. Wurde auch als Border Collie Mischling verkauft oder beschrieben. Ein bisschen was Kleineres, also ein bisschen kleiner als ein Border Collie. Eben diese typische Farbe, Border Collie, und hat lauter Locken. Er schaut also eigentlich total witzig aus. Ja, ist spannend, muss man sagen. Der Lancelot ist sehr spannend, hat auch so ein bisschen typisch, wie diese Herdengebrauchshunde, wie eben die Pulis oder Moodys, so den Kopf schon gesenkt. Sehr territorial, kläfft auch sehr viel. Wie gesagt, ist aber halt einfach nicht putzig. Er schaut total putzig aus, als wir den bekommen haben. Ich habe erstmal ein Lachflash bekommen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das? Dann ist er noch einfach zu dick dazu. Also ist er wirklich so hoch, wie er ist. So breit ist er einfach auch tatsächlich. Ich finde eine richtig coole Socke. Ein cooler Name, noch Lancelot dabei. Also wie gesagt, ich mag sie halt von Haus aus. Aber es ist jetzt natürlich halt eine kleine Herausforderung, den gut zu vermitteln, weil wie gesagt, putzig ist der nicht. Also wie gesagt, ich finde ihn schon richtig cool, coole Socke, aber so putzig, wie er halt eben ausschaut, hat das dann halt einfach auch faustdick hinter den Ohren. Dann einfach mal Herdenschutzhunde, beziehungsweise wie gesagt, nicht immer diese ganz reinrassigen, also klassisch Pyrenäen-Berghund und eben Kuvach oder die ganzen Kangale, sondern einfach auch diese ganzen Hunde mit herdenschutztypischen Verhaltensweisen. Der Ray Cobbinger hat mal gesagt, und das finde ich schon sehr, sehr zutreffend. Sie sind auf eine Spezies neben Nutzvieh sozialisiert, die sie unter anderem gegen Vertreter ihrer eigenen Rasse, nämlich den Wolf, schützen. Und das alles im Auftrag und zum Nutzen einer dritten Spezies, uns Menschen. Ja, und da haben wir natürlich halt auch sehr, sehr, sehr häufig dieses Missverständnis, dass sehr viele Leute, wenn ich sie eben frage, ja, warum hast du dir denn einen Herdenschutzhund Mischling geholt? Die Leute sagen, ja, ich hatte vorher einen XY, einen Jagdhund, und ich wollte jetzt einfach mal einen Hund haben, der nicht jagt. Das große Problem ist, die jagen wie die Sau. Ne? Kommen wir aber jetzt später auch noch dazu. Verwendung: Herdenschutzhunde nehmen keinen Einfluss auf Tiere in der Herde. Sie treiben und umkreisen einfach auch tatsächlich die Herde nicht. Das sehen wir ja auch bei den Herdenschutzhunden, ja, wie ich jetzt eben auch habe. Die können mit ins Ziegengehege. Ne? Also die sind mit im Ziegengehege. Ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Tiere. Wir haben Kaninchen, ich habe Meerschweinchen, ich habe Ziegen, ich habe einen Schafsbock, ich habe ein Schweinchen, ich habe Pferd, Känguru etc. Und ja, die liegen halt da mit diesen Tierchen umeinander. Ne? Also die liegen da drin. Okay, die fressen da mal ein bisschen die Kacke. Aber ansonsten, ja, ist es denen auch ziemlich egal, wo sie jetzt hingehen. Heute ist mir wieder ein kleines Tierchen ausgebrochen. Mein Schweinchen hat sich mal wieder durch den Zaun gequetscht und lief da umeinander. Und die Herde stehen da und sagen, ja, cool, ja, dann ist das halt jetzt so. Wir Menschen sind dann hinterhergelaufen, hatten dann die größte Arbeit, das Schweinchen dann wieder ins Gehege zu treiben. Der Schäferhund stand da und hat mal kurz gesagt, hey, lass mal. Und die Herde ist so, ja, cool. Also, wie gesagt, denen ist es relativ egal, wo tatsächlich diese Tiere hinlaufen. Sie beschützen sie nur eben vor Beutegreifern. Herdenschutzhunde wurden nicht bei Großkatzen eingesetzt, sondern Bären, Wölfen, Kojoten. Oder halt, was ich ja schon gesagt habe, ja, vielleicht gegen Diebe halt einfach, ne? Dass die Leute in Rumänien, dass die Leute in Bosnien ja einfach ihr Hab und Gut tatsächlich beschützen können. Um die Schafe nicht zu beunruhigen, durch diesen kanidentypischen Trab, den wir ja auch sehr häufig beim Border Collie dann haben, ja, schreiten die halt total gemächlich und langsam und auch sehr, sehr häufig eben mit einem gesenkten Kopf durch die Herde. Das haben eben diese Mischlinge oder die Hunde mit herdenschutztypischen Eigenschaften ja in der Regel auch, dass die da, naja, also nicht gerade die sportlichsten sind, also meine Üsi. Also, ne, die, ja, Lieblingsposition eben Platz,
Sie kann man dann tatsächlich mal für 500 Meter am Rad begeistern. Da hängt sie sich dann auch richtig rein. Aber nach 500 Meter sagt sie dann auch mal: Du, wir könnten jetzt gerne aber wieder umdrehen und eigentlich gerne wieder heimfahren. Wir fahren dann schon noch unsere 2, 3 Kilometer, aber ja, dann hat sie schon wieder keinen Bock mehr. Ja, und wie gesagt, die Köpfe sind gesenkt. Das sieht man auch bei meinen Herdenschutzhund Youngsters. Rute gerollt, aber die Köpfe in der Regel gesenkt. Herdenschutzhunde liegen oft 500 bis 1000 Meter vom Hirten entfernt. Sieht man auch bei meinen Hunden, bei den Herdis, bis auf die Weiße. Also die Weiße, die ist wirklich total verkuschelt. Die kommt immer her, die liegt immer in meiner Nähe. Die möchte auch tatsächlich wie so ein kleiner Yorkshire-Terrier behandelt werden und springt auch auf den Schoß drauf. Also die ist diesbezüglich so ein bisschen untypisch, aber die anderen, ja, merkt man. Also je älter jetzt auch tatsächlich die Schwarze wird, desto mehr nimmt sie einfach Abstand. Also sie liegen bei mir, sie sind immer bei mir, meine Hunde. Wenn ich jetzt hinten bei meinen Tieren bin, sind alle 6 hinten. Wenn ich vorne bin, sind alle 6 vorne. Wenn wir jetzt irgendwo Rasen mähen, sind sie alle 6 bei mir. Aber wie gesagt, Charlie und Fee sind halt einfach bei mir, wirklich, und wollen die Nähe haben, stupsen mich dann auch an, so, hey, jetzt mach mal. Und wie gesagt, gerade aber Charlotte, die Schwarze, und Izzy, ja. Und wenn man die dann mal anfassen muss, dann ist das schon so eine Not. So, oh, muss das jetzt sein? Ja, das muss jetzt sein, dass ich die Zecke rausmache. Ja, okay. Sie kennen es halt von mir. Wir haben auch ein Ritual aufgebaut, auf die Seite sich hinzulegen und sich dann eben anschauen zu lassen. Oder auch für die Hundephysiotherapie, dass sie dann eben auf der Seite liegen und sich von der Sandra behandeln lassen oder von mir behandeln lassen. Aber das ist dann schon wirklich so ein Übel. Und das muss man halt einfach auch akzeptieren. Und da ist halt schon diese Akzeptanz für den Charakter dieser Hunde oftmals nicht gegeben. Da werden die Hunde sehr, sehr, sehr häufig zu Tode gestreichelt, sehr häufig angebiedert, sehr, sehr, sehr häufig halt einfach auch gut gemeint, ja, überliebt, sage ich, oder totgeliebt. Herdenschutzhunde brauchen nicht zwangsläufig eben eine Herde zum Beschützen, aber sie brauchen ein Territorium, welches sie bewachen können. Und wenn sie das eben nicht bewachen können, ja, dann haben sie halt eben auch Verhaltensauffälligkeiten, wie in dem Fall von meiner Isi. Die habe ich bekommen mit 2 Jahren. Da hatte sie Beißverfälle bei den ersten Besitzern, wurde eben auch nach Nürnberg vermittelt. Durfte da ihren Charakter nicht ausleben, ihrer Genetik einfach nicht gerecht werden, das Bellen, das Liegen, das Chillen, das, ja, ich mag jetzt einfach keinen in die Wohnung lassen. Es wurde sehr viel mit ihr spazieren gegangen, wo viele Leute waren, weil, das ist ja eben dieser Labrador, Golden Retriever Mischling, denkt daran, so wurde sie ja auch beschrieben. Und sie wollte halt einfach nicht. Die mag das nicht. Also die findet es ganz, ganz, ganz gruselig. Die beißt schon mal eine Woche dann die Zähne jetzt mittlerweile zusammen. Oder wenn wir auf Seminar sind, die 2 Tage, da beißt du schon die Zähne zusammen, geht dann auch. Aber man merkt halt schon an, so, boah, muss das hier alles sein? Menschen um mich. Oh nee, ich möchte einfach mein Grundstück auf Rogau haben und alles ist gut. Und genau, sie hat dann eben halt angefangen zu beißen, Menschen zu stellen, unkontrollierbar an der Leine zu sein. Und dann ging es halt einfach nicht mehr von der Besitzerin. Und ich habe sie dann in Pflege bekommen, wollte da zu diesem Zeitpunkt tatsächlich einen Hund, weil mein Grundstück noch nicht hundertprozentig eingezäunt war und es war Winter und ich habe dann, als ich in der Früh gekommen bin, so komische Fußabdrücke auf meinem Grundstück gesehen, die da nicht so hingehört haben und habe da tatsächlich angerufen im Tierschutz, habe gesagt, ist mir egal, was ist, aber ich brauche einen Hund, der aufpasst. So, und so kam halt eben dann auch die Easy zu mir und die haben wir dann an meinen Tieren getestet. Wie gesagt, überhaupt gar kein Thema und deswegen durfte dann eben die Easy bleiben. Sie darf jetzt ja, ihrer Bestimmung nachgehen und sie ist völlig klar im Kopf. Übrigens, und das ist immer auch noch eine Sache, das habe ich jetzt auf keiner Folie stehen, der gesundheitliche Faktor. Sie hatte bei der Ex-Besitzerin, haben die aufgrund von ihrer, ja, sage ich jetzt mal, Launenhaftigkeit, 2 oder 3 Mal die Schilddrüsenwerte, beziehungsweise halt ein geriatrisches Profil und Schilddrüsenwerte abnehmen lassen. Bei der Ex-Besitzer war sie von der Schilddrüse im unteren Bereich, also wirklich drunter vom Normbereich. Ja, also
Schilddrüsenproblematiken aufgrund des Stresses, weil sie eben ihre Genetik nicht, ja, leben durfte. Ich nehme regelmäßig meinen Hunden Blut ab, also mindestens einmal im Jahr. Sie hat null Probleme mit der Schilddrüse. Sie ist im Normbereich, sie ist im mittleren Normbereich, sie hat da überhaupt gar keine Problematiken mehr. Eben auch mal darüber nachdenken. Ganz, 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 ganz wichtig. Charakter und eben damit auftretende Probleme, wachsamer Beobachter, angeborenes Misstrauen gegenüber Fremde bzw. Fremdes, eben auch wenn ich mit diesen Hunden irgendwo hingehe, was halt eben fremd ist, haben sie einfach ein angeborenes Misstrauen. In der Jugendphase starke Unsicherheit, auch wegen dieser angeborenen Skepsis. Das sehe ich jetzt auch tatsächlich gerade bei meiner Weißen. Okay, da spielt bestimmt auch noch die Farbe Weiß eine Rolle. Aber sie, ja, hat ziemlich starke Unsicherheit. Sie steht dann einfach auch mal da und bellt, weiß gar nicht, warum sie bellt. Die Schwarze, die Schwester, überhaupt gar keine Probleme. Und sind ja, wie gesagt, zwei Schwestern, sind ja auch gleich aufgewachsen. Aber die Weiße, ja, sehr, sehr, sehr starke Unsicherheit. Rute unten und dann aber auch mal anbellen und Rückwärtsgang einlegen. Sehr territorial. Sie sind halt eben überall zu Hause. Das ist dann auch manchmal ein bisschen ein falscher Tipp von manchen Trainern, wenn der Hund sich beim Spaziergang leinenrambomäßig verhält, dann sagen einige Trainer, ja, das liegt eben daran, dass das vielleicht die bekannte Route ist. Wechsel öfter mal die Route, wechsel öfter mal deinen Spaziergang und dann wird er dieses Problem halt eben lassen. Dann ist er da neu und wenn er neu ist, dann ist es eben nicht seins. Und genau, dann wird er das wahrscheinlich sein lassen. Ja, das klappt vielleicht beim Terrier, das klappt vielleicht beim Labrador, aber es klappt natürlich nicht beim Herdenschutzhund, weil es sind ja eben auch häufig Nomadenhunde und die mussten eben auch jeden Tag irgendwo anders sein. Und die konnten ja jetzt nicht sagen, ja, ich brauche jetzt aber da 3 Wochen Eingewöhnungszeit. Ist egal, wo die hingewandert sind mit der Herde. Er musste halt sofort territorial sein. Er musste sofort seine Herde beschützen. Deswegen, wie gesagt, funktioniert halt eben auch dieser Tipp von manchen Hundetrainern, gerade bei Herdenschutzhunden, beziehungsweise eben bei, also mit diesen Hunden mit herdenschutztypischen Eigenschaften, überhaupt nicht. Sie sind sehr distanziert, auch gegenüber den Besitzern. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, habe ich euch ja schon gesagt. Meine kleine Eisbärin, das ist eher so ein Schoßhocker. Die liebt es, in unserer Nähe zu sein, aber in der Regel, wie gesagt, sind es sehr distanzierte Hunde. Auch wenn wir in die Tierschutzgänge hinten reingehen, die sind ja auch da in der Gruppe drin, übrigens auch Hunde, die angeblich nicht verträglich sind mit anderen Hunden, sind in der Gruppe drin. Also klappt super. Wir verstehen sich halt zumindest. Die haben eine super Körpersprache und genau, die verstehen sich halt einfach. Da kommt einfach nur mal ein Blick und dann geht auch der andere. Und wir gehen da auch rein. Viele, ja, müssen wir schon sagen, haben da auch Maulkorb drauf. Aber es ist jetzt völlig egal, wir gehen rein. Der jetzt einfach mal kuscheln möchte, der kann kuscheln, der kann kommen. Die kommen dann auch mal kurz, aber die gehen halt eben auch sofort wieder. Es gibt aber auch Tage, da wollen sie gar nicht. Und es gibt Tage, da wollen sie ein bisschen mehr. Und wie gesagt, sie werden aber halt auch von uns nicht dazu genötigt oder irgendwie gezwungen. Okay, wenn sie halt einfach nicht wollen, dann sollen sie es halt einfach nicht. So, sie werden eben so genommen, wie sie sind. Und deswegen haben wir halt auch keine Probleme mit denen. Die heilen. Also ich sage halt auch immer, wenn dann die Seelen heilen von diesen Hunden, die mit Beißvorfällen etc. gekommen sind, sind völlig unauffällig bei uns. Völlig unauffällig bei uns. Problem bei diesen Hunden ist aber halt auch, sie sind sehr reizempfindlich, weil es sind ja doch Hunde, die auch in der Abgeschiedenheit oft gelebt haben. Auch in Rumänien, in Bulgarien, in Dörfern gelebt haben, wo halt einfach auch nicht so viel los war. Und deswegen sind diese Hunde sehr, sehr, sehr schnell eben auch häufig reizüberflutet in der Stadt oder bei Stresssituationen. Und wenn ich dann natürlich auch noch so ein ganz, ganz großer Hund bin, ja, dann habe ich eben auch sehr häufig das Problem, dass ich mich sehr schnell bedrängt fühle, dass ich Platzangst habe, im Auto, an der Leine. Ne? Also eben gerade diese Problematiken bei den Herdenschutz, bei den großen Herdenschutzvertretern. Ja, diese Leine, die einfach einschränkt, gerade in dem Moment, wenn dann der Hund auch noch nach vorne geht, wird die Leine immer kürzer gemacht. Aber wie gesagt, diese Hunde haben halt oft
ja, was heißt Platzangst, Beklemmungsgefühl? Nochmal, es sind Hunde, die einfach riesengroße Flächen haben, die, wie gesagt, auch in den Dörfern umeinander laufen durften, die das eigentlich nicht so wirklich kennen. Und auf einmal sind sie über ihre Leine abgesichert oder auch unterm Tisch haben wir sehr, sehr häufig die Erzählungen, wenn die Hunde unterm Tisch liegen und dann geht einer vorbei oder ja, man setzt sich hin und man berührt diesen Hund, zack, bumm, und schon knallen sie. Also da halt eben auch Management. Ich schaue, dass dieser Hund halt eben nicht unterm Tisch liegt. Aggression. Herdenschutzhunde haben ein erlerntes Abwehrverhalten und eben eine starke Skepsis gegenüber Fremdes, haben wir ja schon gesagt. Wichtig ist, sie müssen und können in den Ursprungsländern zwischen einem harmlosen Besucher, die ja da auch sehr wohl heilig sind, und einem Käufer, zum Beispiel die selbstgemachten Käse, und aber bedrohlichen Dieben unterscheiden. Klar, die Hunde stehen erst einmal, stellen sich eben präsent hin, aber wie gesagt, die können das schon unterscheiden. Das Problem in Deutschland ist dann sehr häufig, dass die Hunde, ja, bedingt durch diesen Stress, bedingt aber halt einfach, weil die neuen Besitzer die Körpersprache nicht mehr so richtig sehen oder halt einfach auch nicht mehr so richtig auf die Hunde eingehen, die Hunde es eben verlernen, solche Situationen auch richtig einzuschätzen und dann halt eben bei allen nach vorne knallen. Bei der Dämmerung ändert sich der Charakter, da bellen sie vermehrt, da haben sie einfach eine gesteigerte Aufmerksamkeit sowie eine erhöhte Angriffsbereitschaft bei Bedrohung. Sehr häufig die Erzählungen, wenn die Leute dann abends noch bisseln gehen wollen. So eine Gassi-Geh-Runde, so eine Dorfrunde mit den Hunden und dann sagen, hey, der eine, der knallt und der steigert sich da rein. Ja, dann geh einfach auch nicht mehr da. Ja, aber der muss doch da noch abends. Muss der? Ich weiß ja nicht. Du tust halt einfach in den Garten, außer ich wohne jetzt tatsächlich in der Stadt und ich muss vielleicht jetzt wirklich, aber dann gehe ich mit den Hunden halt dann einfach nicht mehr. Ich lasse die Hunde nicht permanent in dieses Verhalten, in dieses angeborene Verhalten, wie gesagt, rein und lasse ihnen da aber halt eben auch nicht negative Erfahrungen machen. Und ja, die Leute haben sehr, sehr, also ich habe wirklich viele Hundebesitzer, die abends noch so eine Gassi-Runde gehen. Und dann so, ja, aber die müssen doch und nein, und der muss doch noch, bevor er schläft, und noch schnell Pipi machen und der muss doch noch und der muss doch. Und ich frage dann sehr, sehr häufig eben auch die Leute, also es kommt jetzt sehr häufig auch dieses Wort muss. Wie fühlst du dich denn dabei? Ja, was meinst du denn das? Ja, wie fühlst du dich dabei? Also das hat jetzt nichts eben mit diesen Auslandshunden oder herdenschutztypischen Hunden, sondern allgemein. Ich hatte auch letztens eine mit einem Labrador, der einfach sehr reizempfindlich abends ist und dann, ja, aber ich muss doch noch und oh und überhaupt, dann sage ich, dann geh doch einfach nicht mehr. Du hast doch einen Garten, dann lass den Hund doch in den Garten. Ja, aber dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, weil er sich dann für die Nacht nicht richtig rausbieseln kann. Naja, also nochmal, im Garten bieseln. Dann hat er doch Pipi gemacht. Also du gehst ja jetzt auch nicht noch, weiß ich nicht, eine Runde umeinander und besuchst 10 Klos. Du gehst da einmal aufs Klo und dann gehst du doch ins Bett. Und ich habe das ganz, ganz, ganz häufig drin. Und wie gesagt, wenn ich dann frage, ja, wie fühlst du dich denn dabei, abends noch zu gehen? Also erstmal auch eben dieses, ja, da habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht. Und sehr häufig, ja, es ist schon lästig. Ja, Leute, ah, da ist es ja genau. Man ist abends vom Fernseher. Es regnet, es ist jetzt kalt, man muss sich anziehen. Man hat jetzt da nicht vielleicht wirklich auch Bock, jetzt da noch abends mit dem Hund zu gehen. Und schon bin ich in diesem Muss. Also, warum gehe ich denn, wenn ich schon gar keinen Bock habe, wenn ich schon schlecht gelaunt bin, wenn ich schon genervt bin, tatsächlich abends da noch mit meinem Hund spazieren? Also auch da kann es beim Otto-Normalverbraucher-Hund der Auslöser sein, weshalb einfach diese Hunde abends heftiger reagieren. Ja, als tatsächlich, wenn man Bock hat, mit den Hunden im Hellen zu gehen, wenn es jetzt vielleicht nicht regnet und wenn es nicht kalt und wenn es nicht dunkel ist. Und viele Leute sagen, hey, danke, Diane, du hast mir da echt irgendwie so mein, ja, mein Verhältnis zu dem Hund massiv verbessert, weil ich eben nicht mehr dieses Muss habe.
Und viele schicken dann tatsächlich, aber auch tatsächlich, die Kinder raus. Und einer hat tatsächlich auch mal erzählt, ja, Diane, das ist mir schon echt lästig, weil ich schlafe dann auch öfter mal vom Fernseher ein und werde um 2 Uhr wach und dann gehe ich mit dem Hund. Und ich so, what? Du gehst um 2 Uhr nachts noch mit dem Hund spazieren? Also, okay, für mich halt einfach unvorstellbar, aber um 2 Uhr nachts schlafe ich. Und dann habe ich halt auch zu den Menschen gesagt, naja, sage ich, komm, jetzt hat er bis um 2 Uhr ausgehalten mit Pipi. Da wird er auch bis um 6 Uhr aushalten. Ich meine, der ist jetzt, weiß ich nicht, 5 Jahre alt. Und seitdem hat sich das echt verbessert mit dem, ne? Seitdem der jetzt einfach um 2 Uhr, wenn er aufwacht vom Fernseher, in sein Bett gehen kann und nicht sich noch anziehen muss und, ich sage, bei Wind und Wetter da rumlatschen muss, noch eine halbe Stunde, damit der Hund da bieseln kann. Der Hund bellt nicht mehr, der Hund greift nichts mehr an, weil anscheinend rennen da in seinem Dorf auch noch ein paar andere um 2 Uhr umeinander oder es kommt die Katze oder was weiß ich. Es hat sich vieles verbessert. Also man kann sich ja auch echt das Leben schwer, selber wirklich schwer machen. Klar, noch einmal, wenn ich jetzt natürlich einen Welpen habe, ja, wenn ich jetzt natürlich einen dementen Hund habe, der dann vielleicht auch nicht mehr so weiß, dass er jetzt vielleicht vor einer Stunde bieseln war, hatte ich auch tatsächlich schon gehabt, das letzte halbe Jahr mit meiner Hanni, die Hündin, die auf dem ersten Foto zu sehen ist, die war 18 und das letzte halbe Jahr hat sie wirklich das nicht gewusst und da bin ich auch dreimal in der Nacht aufgestanden und bin mit ihr rausgegangen. Ist ja gar kein Thema, aber wenn ich es doch vermeiden lasse, mache ich die Tür auf, gehe raus mit meinem Hund, sage, komm, jetzt geh schnell bieseln und dann kommst du wieder rein und gut ist. Ne? Und gerade eben bei diesen Herdis. Starke Ressourcenverteidigung haben wir bei diesen Hunden, aber auch diese Kombination Ressourcenverteidigung und der Individualabstand. Diese Hunde möchten es einfach nicht, dass du in diesen Individualabstand und dann halt einfach auch noch ungefragt in diesen Individualabstand reingehst. Ich sage ja, wir setzen uns dann hin und wir büscheln die ja auch. Und wenn sie aber nicht wollen, dann wollen sie halt einfach nicht. Dann müssen sie es nicht. Klar, alle diese Hunde haben auch mal gelernt, so, du hast jetzt deine Zecke und jetzt musst du es halt mal 2 Sekunden über dich ergehen lassen, aber sie werden nicht dauerbeknuddelt und totgeliebt und. Wir rücken denen auch nicht permanent auf die Pelle. Und auch da Herdenschutzhunde, wenn sie dann mal beißen, beißen dahin, wo sie es einfach auch für nötig halten. Weil bei manchen Hunden kann man ja dann schon sagen, okay, ist das jetzt tatsächlich Verletzungsabsicht? Ist das jetzt so ein bisschen, ja, ich halte ein Schaf fest, wenn ich zum Beispiel jetzt in die Halsgegend beiße, dann halte ich fest. Ich möchte da halt einfach eben, wenn ich vielleicht verletze, aber dann ist das nicht ganz so schlimm. Weil das sind halt eben keine großen Muskeln, die ich da vielleicht eventuell verletzen kann. Bein ist natürlich immer doof, weil Bein, ja, wenn ich dann mein Bein verletzt, dann komme ich nicht mehr von A nach B. Und das soll ja dann eben auch nicht sein. Ich möchte ja eben nicht verletzend das Schaf zum Beispiel jetzt halten. Herdenschutz und beiß dahin, wo es für nötig hält. Ist denn wurscht. Reine Herdenschutzhundschläge warnen. Das immer wieder in der Regel lange. Also ich habe auch einen Pyrenäen-Berghund bei mir im Unterricht, der warnt lange. Also die sind ja doch so klar noch im Kopf, dass die halt, wenn sie eben beim richtigen Besitzer sind und es nicht abtrainiert bekommen haben, sehr lange vorwarnen. Herdenschutz und Mischlinge knallen aber extrem häufig und schnell oder beziehungsweise schneller und auch ohne Körpersprache nach vorne. Gerd Schuster hat einen in seinen Vorträgen einmal gesagt, je mehr Ost, desto mehr Beiß. Ich finde den Satz einfach mega, passt halt einfach auch. Und genau, so gerade wenn ich eben aus Griechenland oder Spanien oder Frankreich eben die Pyrenäen-Berghunde habe, ja, die haben schon chilliger. Aber wie gesagt, wenn ich ja so oft Chaka, ne, da so diese je mehr Ost, desto mehr Beiß und je schneller auch Beiß. Und dem muss ich halt eben auch eins zu eins zustimmen. Jagdverhalten, haben wir schon gesagt, Herdenschutzhunde jagen wie die Sau, nur nicht ihre eigenen bekannten Tiere. Also auch meine Isi draußen, Superjägerin. Also wäre sie, sie ist abgesichert über ihre Schleppleine. Aber Hasen, Rehe steht sofort da. Draußen, bei mir im Grundstück, ich sage, ich habe selber Hasen. Ist die drin bei den Hasen? Die liegt neben den Hasen, die knabbert mit den Hasen eine Karotte, die klaut den einfach mal ein Gurkenstück. Hat die überhaupt gar keine Probleme, ne? Eben ihre eigenen bekannten Tiere.
Katze, kein Thema. Auch da, die Isi liegt mit den Katzen gemeinsam umeinander. Die fressen aus einem Napf, überhaupt gar kein Thema. Draußen, ja, interessieren sie fremde Katzen sehr wohl. Also das ist natürlich halt auch so eine Eigenschaft, die viele ja gar nicht wollen. Ja, eben dieses Beispiel, was ich ja schon genannt habe, weil viele vielleicht vorher irgendwelche Jagdhundrassen hatten und jetzt sagen, nö, ich hole mir jetzt den Herdenschutz und weil die haben ja keine Jagdambitionen. Die sind ja quasi nur für den Schutz der Herde. Ja, aber man muss sich ja auch mal überlegen, von was sich diese Hunde ja auch ernähren. Also wenn ich jetzt so ein richtiger Herdenschutz bei einem Nomaden bin und ich bekomme da jetzt so ein bisschen ja, Maisbrei, also die haben ja auch nichts, diese Nomaden, da kriegt der Hund so ein bisschen Maisbrei, ja davon so ein Herdenschutzhund mit ein bisschen Kilos auf der Waage, wie sollen die sich da ernähren, wie sollen die da überleben? Klar, wenn da jetzt irgendwie die Chance ist und da kommt der Hase des Weges und der ist vielleicht noch ein bisschen verletzt oder alt, dann knallen die sich den, dann holen die sich den. Ne? Also, wie gesagt, diese Charaktereigenschaft oder beziehungsweise dieses Verhalten sollte man auch nicht unterschätzen. Lernverhalten für die Jagd, 4. bis 10. Lebensmonat. Wenn der Hund in dieser Zeit vermehrt Erfahrungen im Jagdverhalten gemacht hat, ja, dann hat man sie quasi ein bisschen verbockt. Hinterherlaufen von Vögeln, viele sagen zu den Welpen. Ja, guck mal, da ist jetzt da ein Vogel. Ja, schau mal den Vogel an. Oder da ist die Taube. Da ist die Taube. Ja, renn mal der Taube. Wo ist die Taube? Das sind natürlich so Lernerfahrungen, die jetzt so ein Hund jetzt gar nicht haben sollte. Oder ja, wenn jetzt da so ein Rumäne nach Hause kommt und dann mit der Katze spielt, in Anführungszeichen. Deswegen steht es da in Anführungszeichen. Also oft wollen sie ja gar nicht mit der Katze spielen, sondern zeigen halt einfach schon so Jagdsequenzen an der Katze. Blättern hinterherlaufen. Ja, so ein typischer Welpe, der im Herbst einfach da ist, der, wenn es ein bisschen windig ist, wir hatten ja auch einen sehr, sehr, sehr windigen Frühling und die Hunde stehen im Garten und machen dann schon Vorderkörper-Tiefstellung an die Blätter, fangen dann schon an, die Blätter abzupassieren, die Blätter so ein bisschen zu beobachten, sind halt einfach Lernerfahrungen für die Jagd. Ballspielen, okay, in der Regel haben wir da überhaupt gar keine Probleme mit diesen ganzen Auslandshunden, weil sie wollen es ja auch gar nicht. Also die Isi kann es zweimal den Ball schmeißen. Erste Mal holt sie sich den, ja, geht dann aber zur Seite und knabbert dann da dran. Und die Youngsters, die schauen mich an und sagen, was willst du da? Was soll ich? Keine Ahnung, was nicht? Nee, was willst du? Holst alleine. Ja, also die haben da überhaupt gar keine Ambitionen. Auch hier Radfahrer, Jogger etc. hinterherlaufen, hatte ich auch diese Aussage von dem einen, den ich gerade habe vom Tierschutz, der vierfach zugebissen hatte. Ja, aber er ist doch ansonsten, also Vater am ersten Tag gebissen, als sich der Hund, weiß ich jetzt nicht, irgendwas vom Tisch geholt hat und der Mann hat reingelangt, ersten Tag Beißverfall. Dann das Kind auch mit Futter. Das Kind ist in die Küche gegangen, hat sich den Futternapf geholt, was die Eltern schon am Abend herbereitet haben für in die Früh, geht dann in das Wohnzimmer. Hund kommt angeschossen, Kind bekommt Panik, ja, hat er mit der Futterschüssel so ein bisschen und den Armen umeinander gewedelt, Hund gebissen, krankenhausreif reden wir. Mann sagt dann allen Ernstes zu mir: Ja, das Kind war ja schuld. Habe ich gesagt, nee, das Kind hat keine Schuld. Du hast die volle Verantwortung zu tragen, weil Kinder haben einfach nie Schuld, wenn der Hund zugebissen hat. Dritte Sache kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen, warum er gebissen hat. Und die vierte Sache war, der Hund wollte nicht in die Box und hat sich dann halt wieder umgedreht und hat dann wieder gebissen. So, und da kam aber halt auch die Aussage von den also Ex-Besitzern, ja, also der Hund wäre ja so lieb und der hätte ja eigentlich auch überhaupt gar keine Probleme mit Menschen, weil er läuft ja auch zu den Joggern hin und zu den Radfahrern hin und ich so, what? Ihr habt den einen Monat und der Hund ist ohne Leine. Eigentlich steht schon im Vertrag drin, 3 Monate Leinenpflicht. Nee, aber der ist ja so lieb und der kommt ja auch immer wieder. Ja, na, also deren Verhalten für die Jagd, wobei jetzt dieser Hund tatsächlich 4 Jahre alt war. Kinder im Garten hinterherlaufen und gegebenenfalls zwicken. Ja, so lernen, wie gesagt, die Hunde auch die Jagd. Ne? Also auch wenn ich einen Terrier, einen Labrador oder einen Aussie habe. Und wenn die da sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben,
Ja, dann haben sie eben die Erfahrungen gemacht. Dann ist es mühselig, das wieder wegzubekommen. Erziehung, das sind natürlich Hunde, die wenig unterordnungsbereit sind. Ja, warum denn auch? Also sie sollten eigenständig machen, sie sollten eigenständig wachen. Es wird von ihnen verlangt, bell, wenn jemand kommt. Da wurde kein Sitz verlangt von diesen Hunden, es wurde kein Platz verlangt von diesen Hunden. Lieg und wach einfach. Und das machen sie eben auch. Sie sind schwer zu motivieren. Ja, warum denn auch? Ja, der Nomade wird keine Begleithundeprüfung mit dem machen. Und die Leute aus Rumänien und Bosnien, die machen kein Agility mit diesen Hunden, ne? Also, die brauchten Hunde, die sich selber beschäftigen, eben irgendwo umeinander liegen, die nicht großartig irgendwie Beschäftigung brauchen. Ja, und wir in Deutschland. Wir wollen das. Wir müssen das ja dann auch haben, dass der Hund an der Leine geht, dass er dann natürlich auch kommt, wenn wir ihn rufen, weil wir auch gar nicht diese Fläche haben, dass dieser Hund da eigenständig agieren darf. Das ist halt eben ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Ich habe mal einen Hund gesehen, das war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also irgendwas war auf jeden Fall auch mit wölfischer Einschlag, Herdenschutzhundeinschlag und keine Ahnung, was da noch drin war. Ein Tierchen, was mit 10 Monaten schon, ich glaube, 50 Kilo oder sowas auf die Waage gebracht hat. Die Besitzerin kam, hatte natürlich diese typischen Probleme. Hund stellt dann schon Besucher, Hund, ja, lässt sich dann eben nicht erziehen. Und dann standen wir am Parkplatz und die Besitzerin zieht auf einmal diesen Hund runter und kämpft mit dem und springt auf den Hund drauf. Und ich so, huh, was ist denn das jetzt? Und der Hund hat tatsächlich unter sich uriniert, unter sich gekotet. Und die Frau ja, hat dann mit dem Hund gekämpft. Und ich so, was machst du denn jetzt da gerade? Ja, das wurde ihr geraten, dadurch, dass es halt eben, wie gesagt, keine Ahnung, irgendwas mit Wolf und irgendwas mit Herdenschutzhund und weiß Gott, was da noch drin war. Ja, der wird so dominant und sie muss den halt jetzt quasi unterwerfen, wenn er was falsch macht. Und sie muss den eben ganz häufig auf den Rücken legen und sie muss den Hund viel ins Platz bringen, weil es wäre eine Unterwerfungsgeste. Der Hund hat alle Anzeichen für Stress, Frust und Aggression gezeigt. In einem, ich habe gesagt, hör sofort auf, der fliegt dir um die Ohren. Der fliegt dir um die Ohren, hör einfach damit auf. Herdenschutzhunde, die eben in jungen Jahren bei der, deswegen in Anführungszeichen, bei der Unterordnung koten und urinieren, also eben schon so gefrustet sind, fliegen einen so richtig um die Ohren. Ja, sie ist dann natürlich auch nicht mehr wirklich gekommen. Also wir haben da, ich weiß nicht, kam ein paar Mal im Unterricht, war aber immer sehr, sehr, sehr inkonsequent auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite eben sehr, sehr, sehr aggressiv zu dem Hund. Dann halt eben diese typische Sache. Ich habe dann Hausbesuch geraten, habe ich gesagt, hey, Unterricht geht nicht mehr. Ihr müsst erstmal an der Basis, ihr müsst erstmal an der Verständnis dieses Hundes arbeiten. Ja, dann dauert es natürlich auch viel zu lange für die meisten Leute. Dann habe ich ja halt eben auch immer gesagt, pass auf, er wird halt einfach mit 2 bis 3 bis 4 Jahren erst kommen. Dann habt ihr richtige Probleme und klar, die ist dann natürlich nicht mehr gekommen. Ja, also zu viel Kritik meinerseits, zu viel Arbeit meinerseits. Und da ist es doch halt einfach wesentlich einfacher, den Hund einmal am Tag auf den Boden zu schmeißen und Chef zu sein, in Anführungszeichen, anstatt den Hund zu managen, anstatt den Hund abzusichern. Auch da, ich habe ihr geraten zum Maulkorb, aber sie wollte das halt einfach nicht, weil man hat sich ja so ein bisschen auch Statushund geholt. Schlimm. Also ich habe natürlich die Erzählungen von Nachbarn, die sagen, da gehen wir nicht mehr vorbei. Und allgemein aber diese Hunde, die explodieren bei zu viel Druck in der Erziehung. Ja, also man muss konsequent sein und Konsequenz wird leider Gottes immer noch mit Druck einfach verwechselt. Die Hunde werden angeschrien, Leinenruck, keine Ahnung, Schelle, Wasser etc. Geht bei denen nicht. Die fliegen ein um die Ohren. Konsequenz ist da halt einfach gefragt. Konsequenz und Management. Aber nicht irgendwelche Sachen, die gar nicht machen können, sage ich jetzt einfach. Da sind wir auf diese Frage, diese Adoleszenzphase.
Das ist eben, wenn der Hund diese pubertierende Phase hinter sich gelassen hat und so in diese heranwachsenden Alter ist, aber noch nicht eben komplett erwachsen ist. Und hier, weil er eben gerade die Frage auch war, warum kippen die Hunde ungefähr mit 2 bis 3 Jahren? Weil es halt einfach so ist, dass je territorialer eine Rasse ist, desto später diese Hunde halt einfach erwachsen werden. Die sind sehr, sehr lange in dieser Pubertätsphase. Die brauchen auch relativ lange, bis die erstmal in der Pubertät sind. Dann sind die relativ lange in dieser Pubertätsphase. In dieser Zeit ist eben dieses große, 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 große Problem. Beobachten die. Die beobachten uns. Die schauen, wie gehen wir mit denen um. Die schauen, was managen wir. Die schauen, komme ich vielleicht aus dieser Sache irgendwie raus? Und jetzt kommen sie in diese Adoleszenzphase, also eben zwischen Pubertät und dann wirklich diesen Erwachsenen. Und da bekomme ich sehr, sehr, sehr viele häufige Anrufe oder halt eben ich dann die Anrufe für Rückläufer, weil eben diese Hunde beobachtet haben. Weil die Hunde eben gesagt haben, so weißt du was, jetzt hast du ungefähr 3 Jahre nichts gemacht, jetzt hast du 3 Jahre mich nicht gemanagt. 3 Jahre steht der Hund, also beim Besuch oder wenn es halt eben klingelt, vor den Menschen, 3 Jahre steht er vor den Menschen, beobachtet, wie gehst du mit dieser Situation um? Dann ist er eben ungefähr 3 Jahre, ist in dieser Adoleszenzphase. Und dann kann es eben sein, dass der Hund jetzt sagt, ich lasse den Besucher nicht rein. Und dann kommt halt immer in dieser Phase halt auch dieser Anruf, Diane, der hat das noch nie gemacht, der hat noch nie am Zaun irgendwie an Menschen gebissen. Ich verstehe das nicht, es konnten immer alle Leute zu mir nach Hause. Und jetzt auf einmal hat er den Besucher angeknurrt, als ich ihn dann, ist doch jetzt egal, weggezogen habe, dann hat er mich angeknurrt. Ja, die Vorboten waren alle da. Ich sage ja, weil der Hund vor dem Besitzer schon gestanden ist, oft auch frontal vor den Besitzern, also jetzt nicht neben dem Besitzer, sondern richtig vor den Besitzern, also schon einschränkend vor den Besitzern. Viele Besitzer sagen auch, ja, der hat sich angelehnt, aber ich habe halt gedacht, mei, der hat sich angelehnt, weil er ja, mich halt einfach so liebt. Der hat sich vielleicht aber schon angelehnt, weil er den Besitzer einfach mal ein bisschen zur Seite drängen wollte. Dann eben auch das viel frei im Garten entscheiden. Die Hunde, die eben ja selber in den Garten rein dürfen, dann haben die sich natürlich ihre strategisch guten Plätze rausgesucht. Auch in der Wohnung holen sich diese Hunde strategisch gute Plätze. Vor der Eingangstür, vorm Fenster etc. Ja, und da können sie dann sehr häufig dann auch überblicken. Da können sie dann den Nachbarn überblicken, da können sie dann die Straße überblicken, da gerade bei so Hanghäusern. Ja, und dann überblicken sie dann eben als Junghund und dann als Pubertier überblicken sie und dann in der Adoleszenzphase sagen sie, okay, jetzt hast du es 3 Jahre nicht gemacht. Nachbar, du kommst jetzt einfach nicht mehr hin, weil ich vielleicht dann auch über den Zaun springe. Oder Kinder, die, ist doch jetzt egal, da vorbeigehen und zur Schule wollten, ja, die werden dann auf einmal massiv angeknurrt. Oder halt eben die, ja, die Eltern, die Kinder, weil ich habe jetzt vielleicht Kinder zu Hause und die Eltern wollen die Kinder abholen und der Herdenschutzhund oder der Herdenschutzhund mit oder der Hund eben mit herdenschutztypischen Eigenschaften lässt jetzt auf einmal die Eltern nicht mehr zu ihren Kindern, weil der sagt, nö, es ist jetzt meine Herde und die beschütze ich und du kommst jetzt zu deinem eigenen Kind einfach nicht mehr hin. Wie gesagt, noch einmal, die Vorboten waren alle zu sehen, ne, dass sich der eigene Hund vor dem eigenen Kind schon hingestellt hat, dass eben der Hund sich strategisch gute Plätze ausgesucht hat, dass der Hund, wenn ich jetzt eben oder mein Kind bekommt Besuch, sich schon neben diese Kindergruppe hingelegt haben. Ne? Also Vorboten waren da, werden halt nicht gesehen, weil die Hunde ja, sie relativ cool und gechillt machen. Und dann kommen sie in diese Phase rein und dann knallt es. Und dann knallt es halt massiv. Dann kommt dieses große Problem, dann wird Druck aufgebaut auf diese Hunde, den Druck, den sie vielleicht jetzt einfach 3 Jahre auch schon gar nicht erlebt haben. Ja, und dann beginnt in der Teufelskreis. Und kennt es nicht? Dann flippen sie noch mehr aus, diese Hunde. Ne, haben wir ja schon gehört. Mit der Leine die Beschränkung. Jetzt kommen auf einmal diese Beschränkungen für diese Hunde, kommen sie überhaupt nicht klar damit. Und dann ja, gehen sie vielleicht unter Umständen auch auf die eigenen Besitzer los.
Genau, hier sind nochmal die Beispiele. Ne? Verteidigt plötzlich seinen Menschen, drängt sich zwischen den Partner, beißt ohne Grund zu, fängt zum Raufen an. Auch da immer wieder diese Aussagen von den Besitzern: Ja, Diane, ich verstehe das nicht. Du bist zwei, der ist immer hingelaufen zu fremden Hunden, der war immer total freundlich, der hat immer die Hunde abgeschleckt. Aha, erzähl mir mal ein bisschen weiter. Ja, der hat sich gleich auf den Boden hingelegt. Der war zwar schon ein bisschen aufdringlich. Ja, der war ein bisschen aufdringlich, aber der war nett, Diane. Der hat Lefzenschlecken gemacht. Der hat sich auf den Boden hingelegt. Dann sage ich, Leute, passt jetzt gerade nicht, was ihr hier sagt. Also entweder er war freundlich. Wenn ich freundlich bin, bin ich aber nicht aufdringlich. Wenn ich freundlich bin, dann nehme ich Abstand. Ja, nee, das hat er jetzt schon nicht gemacht. Und er wollte hier auch zu allen hin, Diane. Der war, wie gesagt, der war total hundegeil. Und der war nie und wirklich. Ja, vielleicht war der nicht so hundertprozentig hundegeil. Vielleicht wollte er da hinten einfach schon strukturieren. Vielleicht hat er da einfach schon gesagt, hey, da kommt jemand. Ich möchte hier mal managen. Ich möchte hier mal checken. Ja, und die meisten sind damit zweieinhalb, dass die dann in der Hundebegegnung richtig nach vorne knallen, dass sie dann sagen, du, und jetzt schleich dich hier. Und das ist jetzt hier meins. Aber er war doch so süß und er war doch so putzig. Lässt Besucher und im schlimmsten Fall eben die eigene Familie nicht mehr ins Haus. Habe ich auch die Erzählungen, dass tatsächlich Papa ein super Verhältnis mit diesem Hund hat und Frau geht nach Hause, Hund steht vor der Tür, lässt Frau nicht nach Hause, also ins Haus. Kinder kommen von der Schule nach Hause, die kommen auch nicht mehr in den Garten rein, bis dann halt der Papa kommt, der dann den Hund ja eben anfassen kann, anleihen kann oder den ins Haus bringen kann. Ich meine, ist jetzt nicht witzig, aber habe die Erzählungen. Ja, und wie gesagt, diese ganzen Entstehungen dieser Probleme, ja, die haben sich eben schleichend eingeschlichen. Dann Streuner gleich Streuner und eben die Frage, muss denn wirklich jeder Hund gerettet werden? Nein, Streuner ist nicht gleich Streuner, muss man schon sagen. Es gibt freilebende Hundegruppen, zum Beispiel die Moskauer Straßenhunde. Ja, da ist das Problem der Überpopulation und deswegen auch die Aggression wegen der Futterknappheit und oft Übergriffe auf Menschen. Da gibt es jetzt eben auch Kastrationsprogramme, aber diese Hunde kommen damit klar. Die wissen ja, müsst ihr euch mal anschauen auf YouTube, die wissen, welche U-Bahn die fahren müssen, um von A nach B zu gehen. Das sind freilebende Hunde, die müssen nicht gerettet werden. Ne? Oder Straßenhunde, die wirklich überhaupt gar keine Besitzer haben. Meine Eltern, die waren auch auf. Wartet mal. Mama, wo war sie? Ich hier, gell? Ich hier. Und da waren halt einfach auch Straßenhunde. Die wurden da auch gefüttert. Die wurden von der Bevölkerung, werden die akzeptiert. Und ja, wenn ich so einen Hund, der halt eben den ganzen Tag frei entscheiden darf, wo er liegt, wo er jetzt vielleicht spazieren geht, ob er jetzt mit dem anderen spielt und morgen mal nicht. Jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich keinen Hunger. Wenn die natürlich eingesammelt werden und kommen dann nach Deutschland, ganz, ganz, ganz übel diese Hunde. Und es gibt halt weltweit mehr Straßenhunde als Haushunde. Und die ehemaligen, also es sind wirkliche Straßenhunde, die wirklich keine Besitzer haben, aber wie gesagt, akzeptiert werden. Und die dann nach Deutschland kommen, die laufen ganz, ganz, ganz häufig weg. Also wenn die mal einen Spalt in der Tür haben, zack und bumm und weg sind die. Ne? Und in Berlin werden ja schon auch um die 100 Straßenhunde vermutet. Ja, so Ex-Auslandshunde, die ja eben sich selber versorgen können, die Leute auch sehr wohl richtig gut einschätzen können, die dann aber auch mal so ein bisschen schauspielern können. Sieht man ja auch sehr, sehr, sehr viele Videos auch vom Gerd Schuster. Der hat jetzt auch ja wieder einen coolen Vortrag über Herdenschutzhunde. Da zeigt er einfach auch diese Videos, ja, wie die dann einfach auch mal schauspielern können, um auch mal an Futter zu gelangen. Ne? Und die müssen natürlich wirklich nicht gerettet werden. Oder die Pizzahunde von Günter Bloch, die in Italien da gelebt haben. Ja, aber auch die Teilzeitstreuner. Ne? Ich sage, die haben Besitzer, wenn der in der Arbeit ist, ja, dann rennen sie halt eben frei umeinander. Wenn der von der Arbeit nach Hause kommt, dann kommen die. Dann werden die vielleicht auch mal in Ketten gelegt, ist ja auch überhaupt gar kein Thema. Sind oft durch Halsbänder gekennzeichnet und werden dann eben halt sehr, sehr häufig auch tatsächlich gestohlen. Dann haben wir eben auch diese wildgeborenen Hunde außerhalb von Menschenansammlungen in Erdhöhlen, sehr super krasse Scheuhunde, die überhaupt nicht integrierbar sind.
sind bei Menschenkontakt entweder absolut bewegungsunfähig oder laufen weg, habe ich auch schon den einen oder anderen gesehen. Ja, was will ich denn mit so einem Hund hier? Na, also ist das denn wirklich dann Tierschutz, wenn ich solche Hunde dann hierher hole? Man bekommt die nicht ungeändert. Ne? Und gerade wenn sie halt schon älter sind, geht nicht mehr. Also was da epigenetisch vielleicht auch an die Welpen übertragen wurde. Ja, man kann dann vielleicht natürlich so ein bisschen Schadensbegrenzung machen, aber Schadensbegrenzung, ja, ist das denn wirklich das, was ich denn dann einfach haben möchte? Ehemalige Familienhunde, Hunde, die ausgesetzt werden, Hunde, die ja vielleicht wirklich für die Rennbahn, für Jagden etc. gezüchtet wurden und versorgt wurden. Das sind dann wirkliche tierschutzrelevante Hunde, weil sie mit den Menschen halt einfach abhängig sind, weil sie ohne den Menschen nicht leben können. Und ja, die sollte man dann eben dann auch mal versorgen. Das ist ja dann auch überhaupt gar kein Problem. Allgemein haben wir aber halt auch das Problem, dass es Gesellschaftshunde sind, dass das sehr, sehr, sehr häufig Hunde sind, die ja schon mal einen Besitzer haben, die für Kinder gekauft wurden, die dann als Spielzeug für die Kinder ja, benutzt wurden. Dann sind sie groß, dann gibt man sie halt einfach her, dann setzt man sie aus. Sehr, sehr, sehr häufig ist es aber auch, dass diese Hunde auf Balkonen gehalten wurden. Die haben dann diesbezüglich halt sehr häufig auch eben Probleme mit der Stubenreinheit. Die haben das eben gelernt, dahin zu bieseln. Ja, aber auch da, wenn sie hier sind, machen sie halt sehr häufig Probleme. Oft tauchen im Internet Fotos von total verfilzten, angeblich auf der Straße lebenden Hunden auf, dass es diesen Hunden ja so schlecht gegangen ist, deswegen musste man sie retten. Muss ich dann halt aber auch mal überlegen, wann verfilzen Haare? Wann verfilzen wirklich Haare? In der Regel bei Bewegungsmangeln und bei Dreck. Freilaufende Straßenhunde, die sich bewegen können und die bestimmen können, wo sie liegen. Die verfilzen ganz, 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 ganz wenig. Wenn, dann sind es wirklich die Kettenhunde oder die Hunde aus den Sheltern. Ne? Aber deswegen, wie gesagt, heißt es dann häufig, ja, und die muss man, und wir mussten den retten und der kam von der Straße. Ne? Es ist jetzt sehr häufig, die Stories kann man sich ja auch mal überlegen. Häufige Probleme mit den Auslandshunden. Hunde außerhalb von Deutschland haben einen Job. Außer jetzt aus den USA, da haben sie auch keinen Job. Da sind es ja auch wirklich diese Familienhunde. Aber in Resteuropa ist es wirklich wichtig, dass wir das verstehen, haben diese Hunde einen Job. Und diesen Job möchten sie dann eben halt auch in Deutschland, wenn man sie rüberholt, nachgehen. Und genau dieser Job macht uns ja halt sehr, sehr, sehr häufig diese Probleme. Straßenhunde haben gelernt, selbstständig zu leben. Die dürfen entscheiden, wann sie bieseln wollen. Die dürfen entscheiden, wo sie bieseln, wie sie sich bewegen wollen, ob sie laufen wollen, ob sie spielen wollen, ob sie irgendwo ja, durch die Straße trotteln wollen, ob sie jetzt Hunger haben, ob sie jetzt irgendwie Mülltonnen ausräumen, etc., etc., etc. In Deutschland müssen sie sich eingliedern und diese Selbstständigkeit aufgeben. Und man muss halt einfach knallhart einfach auch sagen, wurden sie gefragt, ob sie diese Selbstständigkeit tatsächlich aufgeben möchten? Das ist eben diese entscheidende Frage. Selbsternährend, Nachgeburten, Schlachtabfälle, Aas, ne, was ja natürlich auch auf der Straße vielleicht umeinander liegt, das suchen sie. Und wenn sie weglaufen, halten sie sich sehr, sehr, sehr häufig eben auch an Straßen- oder Eisenbahnschienen auf. Da wissen sie, dass da eben oft tote Tiere rumliegen, genau, weil sie sich eben selbst ernähren mussten. Oft Probleme mit Eiweiß, ihnen fehlt oft ein Problem zum Eiweiß, spalten, also Enzyme fehlen dann. Aber man muss dann eben halt auch sagen, die sind es ja auch gar nicht gewohnt, so viel Fleisch zu bekommen. Weil, ja, was bekommen sie denn auf der Straße? Also in irgendwie ein Mülleimer oder in so einer Mülltonne wird ja jetzt nicht ein halbes Gickerl da umeinander liegen. Das sind schon irgendwelche Abfälle, wenn die vielleicht auch die Möglichkeit haben, irgendwo ja bei einer Bäckerei oder sowas oder beim Restaurant jetzt da sich zu ernähren. Aber ja, wie gesagt, da liegen jetzt nicht jeden Tag 10 Tonnen
ja, rohes Fleisch auch umeinander. Und das ist halt eben sehr, sehr, sehr großes Problem, wenn wir diese Hunde haben und wir wollen sie dann barfen. Ne? Also klar, meine Hunde werden auch gebarft, aber ich muss sagen, gerade meine Isi zieht wirklich jede Semmel und jedes Brötchen das Fleisch vor. Wobei meine Hunde nicht hoch im Fleisch stehen. Also meine Hunde haben tatsächlich nur 50-50, also 50% Fleisch und 50% dann Kohlenhydrate oder Obst und Gemüse. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine 100%ige Fleischfütterung oder auch keine 80%ige Fleischfütterung bei meinen Hunden. Ich habe 50-50%ige Fleischfütterung, aber wie gesagt, die easy. Wenn die hinten bei dem Pferd oder bei den Ziegen sich mal ein Brot, ja, klauen kann oder wenn wir es dann mal nicht sehen und sie stoppert dann tatsächlich mal von den Hühnern von mir das Getreide auf, dann lässt die ihr Fleisch tatsächlich stehen. Und wenn, dann holt sie sich da mal die Nudel raus oder sowas, aber das Fleisch, das hat sie, da ist sie sehr, 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 sehr horklig, ne? Also wirklich sehr, sehr, sehr mäkelig halt einfach. Und wie gesagt, sie sind das halt einfach auch gar nicht gewohnt. Und viele Hunde bekommen aber auch tatsächlich Futtermittel, ja, Allergien oder beziehungsweise Durchfälle und Magenprobleme aufgrund dieser hohen, ja, Eiweiß- oder beziehungsweise Proteinanteile in dem Futter. Und wenn ich dann ein Futter füttere, was über 30, wir haben ja schon teilweise Futtersorten, über 30 bis 40% Protein. Erstens flippen die Hunde völlig aus. Zweitens, wie gesagt, da haben sie dann Probleme mit dem Magen, weil sie es gar nicht verdauen können. Und dann schauen mich aber die Leute auch immer so ein bisschen entsetzt an, wenn ich sage: Was denkt ihr, wenn der Hund aus Rumänien kommt, welches Futter er dort bekommen hat? Bekommt dieser Hund jetzt in Rumänien teures Futter für, weiß ich nicht, 60 Euro oder bekommt er dann halt vielleicht irgendwie so ein Discounter-Futter? Also diese Tierschutzorganisationen werden kein hochwertiges Futter da hinten verfüttern. Ja, vielleicht kriegen sie da mal eine Packung gesponsert. Aber in der Regel kriegen die auch billiges Discounter-Futter, weil logisch, wenn ich jetzt mir 4 Säcke im Preis von einem holen kann, dann hole ich natürlich 4 Säcke anstatt einen Sack. Und viele Hunde vertragen tatsächlich dieses Discounterfutter mit viel und hohem Maisanteil viel, viel, viel besser als dieses High-Energy-Futter, das, wie gesagt, wir dann füttern möchten, weil wir halt denken, ja, wir müssen diesen Hunden was Gutes tun. Auch da wirklich mal dran denken. Und das hat überhaupt nichts mit, ja, ich mag diese Hunde nicht oder oh, ich gönne es diesen Hunden nicht. Nein, sie vertragen es halt einfach oft wirklich besser. Oft die Verzweiflung, die diese Hunde haben, tatsächlich hier in Deutschland, dieses Gefühl der Einsamkeit, sollte man wirklich nicht unterschätzen. Die Hunde haben in einem Rudel gelebt, in einer Gruppe gelebt, die haben Freunde gefunden und werden da einfach rausgerissen. Welpen auf der Straße bleiben oft bis zum Jahr bei der Mutter und werden dann ja tatsächlich geklaut und werden vielleicht oftmals dann auch mit 6 Wochen irgendwie verscherbelt. Und viele Hunde suchen einfach nach der alten Heimat, also einfach das, was sie kennen. Und viele, viele Hunde suchen regelmäßig, wandern oft Kilometer weit. Und in der Regel fängt das Suchen wirklich nach circa 3 bis 4 Wochen an und wird dann sehr, sehr häufig mit Jagdtrieb verwechselt. Und viele Hunde reißen eben schon am ersten Tag aus und es sind dann wirklich so Verzweiflungs, ja. Täter, ne, die dann sagen, ich will hier weg, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier hingekommen? Ich wurde in der Box reingestopft, dann wurde ich irgendwie hier rüber gekarrt, ich will weg. Auch der morgen kommt, der Hund, der hat sich in der Box schon ja, das Brustgeschirr zerbissen. Dann wurde der Hund von der Box in die andere Box irgendwie rüber verpflachtet. Dann kam der nach Hause, dann haben sie irgendwie mit Mühe, Not und Brustgeschirr, das wird dann wieder gleich zerbissen. Der Hund kommt nicht nach draußen. Und da habe ich, wie gesagt, gerade diese Hunde, also die mit meine scheuen Hunde, die ich jetzt habe, also eben die drei, der vierte, wie gesagt, morgen, alle haben gesagt, die Hunde sind nicht in den Garten gegangen. Die sind keine Treppen gestiegen, die haben in die Wohnung reingebieselt, die sind nicht in den Garten gegangen, ja, weil sie sich vielleicht gar nicht getraut haben, aber auch
Viele, 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 die eben sagen, du am ersten Tag, der hat wirklich gesucht, der hat gesucht, auch die Susu, die wir jetzt haben, die hat gesucht, wir haben die in das Ge also in unser Auslauf gelassen und viele Hunde rennen erst einmal den Zaun entlang und schauen nach oben oder schauen nach unten und versuchen irgendwie unten rauszukommen und oben rauszukommen. Ja, bei uns geht das jetzt nicht. Wir haben Unterbuddelschutz und wir haben Übersprungschutz. Geht halt jetzt einfach nicht. Aber wie gesagt, sofort der Blick nach oben. Auch bei der Nanika, da kommen jetzt gleich noch Videos. Blick erstmal nach oben, wie komme ich hier raus? Wirklich diese Verzweiflungstäter. Wahre Ausbrechkünstler, vor allem Klettern, sollte man sie nicht unterschätzen. Das ist hier Susu. So war sie, als wir sie bekommen haben. Wir sind dann in den Auslauf gegangen und die kam nur ins Rennen, nur weg. Ich will einfach weg vom Menschen. Dieses Verhalten hat sie dann ungefähr nach 2 Wochen gezeigt. Also wir haben ihr eine Woche Zeit gegeben. Dann haben wir dieses Halsband in mühseliger Kleinstarbeit dran bekommen. Ihr seht, sie hat hier einfach auch eine Leine dran. Es ist eine, ja, man muss es immer sagen. Ich habe das halt heute auch diesem Mann, der mir eben den Hund morgen bringt, das gesagt. Sie haben bei uns Ketten auch dran. Klar, weil viele, viele Hunde halt eben auch diese normalen Leinen oder Halsbänder zusammenbeißen. Sie haben diese Ketten dran, die dieses, da ist doch so ein Dreieck drin, dass sie natürlich jetzt nicht würgen können. Um Gottes Willen, die haben alle einen Stopp drin, aber trotzdem haben sie Kette. Das ist hier eine Leine aus Draht, umspannt mit Plastik, dass sie sich da natürlich nicht wehtun können. Aber diese Hunde, die zerbeißen euch alles, Leute. Sind es vielleicht einfach auch gewohnt, an der Kette zu leben und irgendwas zu durchzubeißen? Wie gesagt, da hatten wir ihr schon in wirklich stundenweiser Kleinstarbeit irgendwie dieses Halsband drauf bekommen. Genau, so war Susu, als wir sie bekommen haben. Nur auf der Flucht. Ihr seht es einfach, die Panik auch in den Augen, Rute eingeklemmt. Okay, die hat jetzt nur eine kurze Rute. Wenn man da näher hingeht, das auch dieses Panische immer schneller werden. Die sehen dann auch nichts mehr, wollen einfach nur weg. Also hier ist übrigens dieser komische Kauz, den wir da haben. Also seht ihr das, das so als Border Collie Mischling verkauft wurde? Nur weil er diese Farbe hat. Ja, okay. Aber er hat diese Löckchen. Dieser Lancelot, also dieser wirklich witzige Hund hier. So, und die will einfach nur weg. Wir haben natürlich jetzt mit Susu trainiert, das ist ganz klar. Wir trainieren ja auch mit den Hunden. Wie gesagt, wir geben ihnen Zeit. Wir setzen uns da halt einfach rein. Wenn sie kommen, dann sollen sie kommen. Wenn sie nicht kommen, dann kommen sie halt eben nicht. Das ist jetzt Suso aktueller Stand, mehr aber auch nicht. Also wir haben die noch überhaupt nicht angefasst. Wir können sie aber jetzt an dieser, weiß ich nicht, wie lang ist das jetzt, 1 Meter, 1,50 Meter Leine. Mittlerweile führen sie gerannt nicht mehr panisch weg von uns. Wir können eben das Ende der Leine nehmen, mehr nicht. Also 1,50 Meter akzeptiert sie. Und sie akzeptiert es mittlerweile, dass wir halt, ja, gehen. Also anschauen dürfen wir sie dabei jetzt nicht. Wir dürfen jetzt da nicht ihr direkt in die Augen schauen. Wir müssen uns umdrehen, dann ist es überhaupt gar kein Thema. Aber das sind halt eben schon so kleine Fortschritte, die wir hier haben bei dieser Hündin. Ja, dass sie jetzt einfach mal mitkommt. Genau. Und sie hatte ganz schnell immer dieses, ich beiß hier rein, ich beiß hier rein. Hatte sie am Anfang bei uns auch, wie gesagt, sie konnte hier halt einfach reinbeißen, wie sie wollte. Hat es dann auch relativ schnell gemerkt, okay, mit diesem Verhalten komme ich nicht weiter. Und wie gesagt, das akzeptiert sie jetzt. Jetzt ist sie aber ungefähr einen Monat bei uns. Und mehr verlangen wir nicht, außer eben, ja, wir müssen sich jetzt mal aber vielleicht von rechts nach links mal führen. Oder hier geht es dann zum großen Hundeplatz, der ist 1200 Quadratmeter groß. Da wollen wir ja auch, dass die mal laufen können, dass die ja mal jetzt wirklich Gas geben können. Und da möchten wir halt eben auch mal, dass sie ein bisschen rauskommt, raus aus ihrer Ecke kommt. Und deswegen gehen wir da halt einfach zwei, dreimal am Tag mit der von rechts nach links gar nicht spazieren. Also nur in diesem Auslauf und in dem anderen Auslauf und mehr nicht. Kein Anfassen, kein Futter hinschmeißen, kein, wir müssen Brustgeschirr, wir müssen raus, nur das. Und das hat jetzt, wie gesagt, 1 Monat gedauert.
immer noch diese Skepsis seht ihr, aber wie so gesagt, schon wesentlich entspannter. Und wie gesagt, will jetzt einfach nicht mehr komplett flüchten. Ihr merkt, sie hält diesen Abstand von 1 Meter oder 1,50 Meter, den hält sie. Und den soll sie eben einfach auch haben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich heute diesem Mann auch gesagt, der mir eben den Hund bringen möchte. Jetzt morgen, weil die halt die Probleme haben, sie kriegen keinen Maulkorb drauf, Spann, sie kriegen kein Halsband drauf, sie kriegen kein Brustgeschirr drauf, sage ich, Brustgeschirr kriege ich auch nicht drauf. Hat sie schon zusammengebissen, was soll denn das? Ja, ich kann dem Hund ein Halsband drauf machen, wir können Gehtraining mit dem machen. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, geeinigt, dass der Hund jetzt, wie gesagt, ja, also 2 Wochen bis 1 Monat zu mir kommt und danach. Ja, schauen wir mal, was dann halt einfach ist. Woher kommt sie? Ach, jetzt habe ich euch, Entschuldigung, jetzt wartet mal. Ich hoffe, ihr konntet jetzt diese Videos sehen. Ich habe euch nämlich nicht freigeschalten. Die ist Rumänien, glaube ich. Rumänien? Ein Herzverstreuner ist Rumänien. Ja, ich glaube Rumänien. Also ich hoffe, ihr habt jetzt diese Videos gesehen. Jetzt mache ich es nochmal. Also beide mache ich jetzt nochmal, weil jetzt habe ich nämlich dieses Ding hier eingeschaltet, dass man das besser wackelfrei hat. Genau, also wie gesagt, jetzt erstmal am Anfang, nach 2 Wochen, der Hund. Aber ich glaube, Rumänien sind die. Ich bin noch Pflegestelle für Streunerglück aus München. Die sind dann aus Bosnien. Und da haben wir uns jetzt also nicht großartig bewegt, ne? Also wir haben, ja jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt da nicht wahnsinnig hingegangen oder haben die jetzt versucht zu locken. Also es war nur, wir sind reingegangen und wollten dieses Video haben. Und die ist aufgrund dieses Videos einfach so in Panik geraten. Wie gesagt, dieses Video jetzt halt einfach danach nochmal, dass ihr das jetzt seht, hoffentlich jetzt wackelfrei oder wackeliger freier. Super! Ja, du bist ja die Wir arbeiten Weltbestin, ganz Maus. Ja, wenig komm mit mit. Futter. Komm, Susu. Auf geht's. Weil sie ja in der Regel eh nichts fressen. Das haben wir ja auch noch das Problem. Autojagen wird oft als Spaßvertreib gemacht. Die Hunde gehen ganz, ganz, ganz geschickt hier vor und können dann den Abstand genau einschätzen. Also wenn es jetzt halt eben die Straßenhunde sind, die dann vielleicht mit 2 oder 3 Jahren eingesammelt wurden, hat auch oft nichts mit Angst zu tun oder dass die Hunde schlechte Erfahrungen mit Autos gemacht haben, wie gesagt. Hat der Gerd Schuster auch in seinen Vorträgen einfach Videomaterial, ja, ne, wo die ganze Gang irgendwo da liegt und einmal, wenn ein Auto vorbeikommt, hingeht und zack und einfach jagt. Ne? Und oft einfach als, ja, Freizeitspaß. Sozial motivierte Aggression, wenn Hund vom Mensch was Positives erfährt, zum Beispiel im Futter, dann kann es eben vorkommen, dass er dieses dann tatsächlich innerhalb von ein paar Minuten verteidigt. Also auf der einen Seite den Menschen sofort innerhalb von ein paar Minuten verteidigt, eben sozial motiviert. Aber es kann eben auch sein, wenn ich dem ein Futter hinschmeiße, dass der dann in eine Ressourcenverteidigung reinkommt. Dass er es dann nicht frisst, zumindest halt eben noch, wenn unsere Hand oder wir noch da sind und ganz schnell umschwenkt auf mein Keks jetzt. Also wie gesagt, und das Problem ist, dass diese Hunde dann sehr, sehr, sehr häufig dann als auch undankbar, oh, der ist undankbar, ich schmeiße den Keks hin und dann werde ich noch gebissen und das kann ja nicht sein und ich habe es doch nur gut gemeint und er ist doch so hungrig und dann habe ich ihm was hingeschmissen und das hat er dann nicht gefressen und dann wollte ich es wegnehmen und zack, schon habe ich den Biss gehabt. Ja, Ressource. Aber wie gesagt, halt sehr, sehr, sehr schnell sozial motiviert. Wenn man dann eben Futter gibt, sofort bist du der Held für die und du wirst sofort von denen dann einfach auch verteidigt. Ne? Und das ist dann natürlich auch nicht so gut, wenn ich jetzt vielleicht der Mensch bin, der Futter gegeben hat. Jetzt kommt mein Partner nach Hause und mein Partner kommt dann einfach nicht mehr in die Wohnung rein, weil mein Hund sagt: So, ich bin jetzt mit der eine Ehe eingegangen und du bist jetzt eigentlich quasi der Dritte und jetzt hau ab. Das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, Auslandshunde kommen oft mit der erdrückten Liebe in der neuen Familie nicht klar. Irgendwann explodieren sie, entweder, wie gesagt, sie ziehen sich dann komplett zurück oder sie werden wahnsinnig aggressiv. Auch heute
diese Aussage, ja, wir rennen ja dann viel hinterher und wir versuchen sie mit Futter zu locken, sage ich, macht es nicht, bitte macht es nicht, biedert euch nicht an. Ganz, 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 ganz wichtig. Die wollen das nicht. Und viele, viele Hunde werden erst in Deutschland ängstlich oder geräuschempfindlich. Und der Grund ist wirklich der Stress wegen der Enge, wegen dem Eingesperrtsein und dieser erdrückten Liebe. So, und jetzt habe ich Videos für euch noch, also von der, die wir jetzt vor einer Woche bekommen haben, diese Nanika, haben wir jetzt vor einer Woche bekommen, also diese helle Hündin, diese weiße Hündin. Und das sind Videos vom Shelter, wie die Hündin im Shelter war. Eine offene Hündin, das Kind langt rein, der Hund schlägt dahin, hat null Probleme mit Kind, hat null Probleme mit Menschen, kommt, wedelt, springt, ja, bietet sich so ein bisschen an, ist neugierig, schaut das Kind an, ne, will einfach das Kind jetzt dann auch kennenlernen, will das Kind beriechen. Ne, also null Scheu vor Menschen, null Probleme, wie gesagt, sehr, sehr, sehr neugierig, freundlich, nett. Haben wir dann ein Video von ihren Geschwistern. Ja, klar, das schaut jetzt nicht schön aus. Also das ist sie, ja, also schon fordernd, ne, bellend, in den Zaun springend, als dann die Pflegerin gekommen ist und dann Futter gegeben hat. Ne, also eine Hündin, die keinerlei Meideverhalten hat, die, ja, ne, also jetzt da schon so ein bisschen knackig auch war und gesagt hat, hey, und ich will und jetzt komm und jetzt mach. Also so war die im Shelter. So. Und jetzt war sie, ja, wurde sie dann halt quasi eingefangen in diesem Shelter, wurde in eine Box gestopft, hat dann da drin völlige Randale gemacht, hat sofort das Brustgeschirr zerbissen, hat reingekotet, alles. Dieser Hund, der übrigens in diesem Shelter war, sollte nach Berlin vermittelt werden. Ich habe dann erstmal schon wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sage ich, what? Super, toll. Ne? Also Berlin. Und dann haben die aber, muss man sagen, fairerweise vom Verein angerufen und haben gesagt, diese Probleme, die jetzt gerade von dieser Reise jetzt aufgetreten sind. Und dann haben die in Berlin Gott sei Dank abgesprungen, sind die abgesprungen, haben gesagt, nee, also so einen Hund können sie nicht brauchen, nee, also um Gottes Willen. Und dann kamen die in eine Pflegestelle. Und da war diese Hündin jetzt quasi 3 Monate. Und jetzt kommen die Videos von der Pflegestelle. Habe ich gefragt, ob ich die hernehmen darf. Für heute hat sie gesagt, überhaupt gar kein Thema, nehmen Sie her. Und auch da wieder diese Aussage, Diane, wir hatten den ersten Monat keinerlei Probleme mit der Hündin, außer wir haben halt eben kein Halsband dran bekommen, wir haben kein Brustgeschirr dran bekommen. Sie konnte eben nicht in den Garten, sie hat halt eben in die Wohnung reingebisselt. Aber wir hatten relativ wenig Probleme mit dieser Hündin. So, also wie gesagt, merkt euch bitte diese Videos. Und jetzt kommen die Videos von zu Hause. Also noch relativ offen, ne? Also noch keine wirkliche Problematiken mit der Hand. Ne, lässt sich da auch so ein bisschen anfassen. Wobei jetzt schon eigentlich schon so ein Unterschied von dieser Hündin, die ja schon ein bisschen vor Strang gegangen ist, zu dieser Hündin, die ja jetzt nicht mehr ganz so forsch ist. Aber wie gesagt, sie hat jetzt dann noch den Keks genommen. Sie ist auch noch hier tatsächlich im Kontakt hier mit der Besitzerin oder was heißt mit der Pflegestelle. Nähert sich ihr auch. Wartet auch. Wobei ich das jetzt schon wieder nicht machen würde. Ne? Also vor allem diese erste Sequenz, da war die Hand noch ein bisschen weiter vorne. Also da ist sie quasi mit der Hand zur Hündin gegangen. Und jetzt müsst ihr euch mal die zweite Sache anschauen. Da kommt jetzt schon dieses Erpressen so ein bisschen. Willst du es haben? Und es wurde weggezogen und die Hündin muss kommen. Und das wird halt sehr, sehr, sehr häufig gemacht. Also diese Erpressung, diese Futtererpressung, komm zu mir, würde ich nie machen. Wie gesagt, wir arbeiten relativ wenig mit Futter. Was wir dann schon machen, ist, dass wir halt eben reingehen und Futter verstreuen. Ne? Also einfach Futtersuchspiele machen und die Hunde lernen halt, hey, cool, da kommen die und da wird Futter verstreut und ja, dann sollen sie halt eben das Futter selber
suchen, aber wie gesagt, zu Erpressungen, komm näher, damit du Futter bekommst, würde ich nie anwenden und rate ich auch nicht und sage ich eigentlich auch immer zu den Leuten, eigentlich, die Betonung liegt auf eigentlich, sage ich eigentlich auch immer zu den Leuten. Problem ist, viele machen es dann trotzdem. So, und dann hat man jetzt aber schon gemerkt, nach ein paar Tagen oder nach 3 Wochen, die Hündin kommt jetzt gar nicht mehr so. Ja, freilich, die weiß schon, was kommt. Die weiß schon, dass sie wie hier in diesem ersten Video eigentlich angefasst wird. Die will es nicht. Jetzt kommt sie dann mal. Ja, okay, aber da eben schon ein deutlicher Unterschied zum ersten Video. Ne? Genau, und diese Sache hat sich dann halt eben auch gesteigert bei ihr, dass sie so gar keinen Bock mehr drauf hat, zu kommen auch tatsächlich. Also auch hier wieder mit Futter. Ihr seht schon, jetzt kommt sie schon in dieses klassische Meideverhalten, rechts, links, rechts, links. Sie kommt schon in diesen Konflikt. Ja, ich weiß ja jetzt auch nicht. Okay, muss ich jetzt da unbedingt hingehen? Werde ich wieder gestreichelt? Wird die Hand wieder weggezogen? Ne, also deutlich jetzt einfach schon zum ersten Video in den ersten paar Tagen hin und her. Ja, okay, sie kommt dann, wie gesagt, weil sie wird ja auch eine Handfütterung gemacht. Klar, wenn ich halt nichts zu kriege, zu fressen, dann bin ich halt einfach auch so, dass ich dann halt irgendwann mal auch, aber geht immer mehr schon ins Meiden und will eigentlich schon gar nichts mehr mit dem Menschen zu tun haben. Was dann vermehrt gekommen ist von dieser Hündin, ist ja, dass sie am die ersten Tage tatsächlich auch die Gardinen von der Decke gerissen hat, dass sie mal ein bisschen die Wohnungseinrichtung umdekoriert hat. Da war schon diese, ja, ich sehe es jetzt schon so leicht, diese Sehnsucht, hey, raus, ich will raus. Die Hündin von heute geht auch tatsächlich schon an die Leisten dran. Hab das dann auch überhaupt nicht gecheckt. Also ich habe dann auch nicht nachgefragt. Ich meine, die Leute waren sehr, sehr, sehr nett, ne, muss ich auch sagen. Super nette Leute. Aber irgendwie ein Hundetrainer hat gesagt, ja, die geht in die, an die Diele und an die Leiste, weil es ein älteres Haus wäre und weil das nach Moder riechen würde und die Hündin im Ausland das irgendwie diesen Modergeruch kennen würde und deswegen, hä? Also wie gesagt, ich habe da nichts gesagt, ich habe da nicht weitergefragt, habe mir gedacht, okay, nee, die Hündin will einfach raus, die geht an die Leisten, weil die raus will. Ne? Was ist denn hier? Ecke, Leiste, die versucht sich hier rauszubeißen. Das ist halt einfach die Wahrheit. Die hat halt eben auch angefangen rauszuwollen. Wie gesagt, hat auch die Gardinen runtergerissen. Ja, hat umgestaltet schon die Wohnung. Dann aber auch massive Probleme mit Treppe. Ja, kennt sie nicht. Na, seht ihr, oh Gott, was ist eine Treppe? Oh Gott, da soll ich jetzt draufsteigen? Rückwärtsgang. Ja, nee, oh Gott. Ah, und da muss ich jetzt reingehen und da ist jetzt dunkel und nee. Und die Pflegestelle hat halt gesagt, sie ist immer mehr halt einfach auch so durchs Zimmer gegangen, bis es sich dann halt einfach gesteigert hat. Also hier eben auch, seht ihr, so Matten, beziehungsweise hier so Inkontinenzmatten, damit sie hier draufpieseln kann. Geht halt nicht nach draußen. Aber auch schon dieses vorsichtige durch die Wohnung gehen, wie gesagt, ist immer schlimmer geworden. Dann hat sie angefangen, Jaulkonzerte zu Hause zu machen. Und die Frau hatte Hunde. Also hier liegt auch einer. Die hatte, glaube ich, noch 4 oder 5 andere Hunde zu Hause. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie den Menschen ruft, weil, wie gesagt, warum soll ich den Menschen rufen, wenn ich ja jetzt hier Menschen meide? Ja, aber vielleicht wirklich diese Sehnsucht, ja, wo bin ich hier gelandet? Ich will heim. Ich will heim. Ne? Also nicht heim, dass der Mensch hier kommt, sondern heim zu mir. Vielleicht halt einfach auch nach, weiß ich jetzt nicht, wo sie her ist, Rumänien, Bosnien, keine Ahnung. Ja, und das ist jetzt der Stand heute, wobei sich das schon gebessert hat. Dieses Video wurde am ersten Tag gemacht. Die kommt nur noch ins Laufen. Auch da eben, ersten Monat waren diese Videos, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Und die zweiten Videos kam sie nur noch ins Laufen zu Hause. Wenn die Frau ins Wohnzimmer, die ist in die Küche geschossen, wenn die Frau in die Küche gegangen ist, der Hund ist ins Wohnzimmer geschossen, die ist nur noch im Meiden gewesen, die ist nur noch ins Laufen gekommen, nur noch Kreise gedreht in der Wohnung, wie sie es jetzt, also am ersten Tag jetzt gezeigt hat bei uns.
Ne, und dann hat sie halt gesagt, das Problem war, sie hat mir halt eben Sachen auch umgerissen, sie ist fast gegen den Fernseher gerannt, die hat nichts mehr wahrgenommen, die hat einen Hund von ihr über den Haufen gewuppert, der hat geschlafen, die hat sich natürlich umgedreht, jetzt hat sie eine Macke irgendwo am Kopf, weil die einfach kopflos ist und wie gesagt, nach einem Monat, weil sie dieses Eingesperrte, dieses ich sehe nicht raus. Also man hat relativ schnell bei dieser Hündin dann gemerkt, die steht draußen, kommt mittlerweile, wie gesagt, ich habe sie jetzt seit letzter Woche Montag nicht mehr ins Laufen. Auch wenn man jetzt in das Zimmer reingeht, sie kommt nicht mehr ins Laufen. Okay, wir müssen jetzt diese Woche irgendwie versuchen, der auch ein Halsband drauf zu kriegen, weil sie ja eben auch beißt, also Brustgeschirre zusammenbeißt, Halsbänder zusammenbeißt. Die ist jetzt seit einer Woche tatsächlich hier. Ja, ich kriege sie halt nicht von A nach B. Aber man merkt, sie ist einfach so happy, weil die wieder rausschauen kann. Die kann wieder rausschauen, wie im Shelter. Deswegen ist die jetzt innerhalb von einer Woche schon besser geworden. Ja, ihr müsst euch das einmal vorstellen. Die kennt Shelter, die kennt Auslauf, die kennt eben rausschauen. Ich kann nach rechts gucken, da sehe ich in die Weite. Ich kann nach links gucken, ich sehe in die Weite. Und in einer Wohnung sehen diese Hunde nichts. Und es muss ja tragisch sein für diese Hunde. Außer sie springen dann eben halt irgendwo auf die Couch, da fetzen dann die Couch und schauen dann vielleicht da von da nach draußen und wollen irgendwie rauskommen. Aber generell, ja, sind die hinter. Ja, ist es wie ein Gefängnis, ne? Die sehen nichts, nur Betonwand und ansonsten gar nichts. Und deswegen, wie gesagt, kommen die ganz häufig in diese Stressgeschichte. Ja, tut mir wirklich leid für diese Pflegestelle, weil die hat sich halt wirklich Mühe gemacht. Und ja, wie gesagt, wir wollen diese Woche versuchen, Leine drauf, also Halsband drauf zu kriegen, Leine drauf zu kriegen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt mit der machen. Genau, die natürlich jetzt in einer normalen Wohnung zu vermitteln, wird die sofort wieder ins bestehende Probleme wieder oder hat wie in der Pflegestelle kommen, habe ich auch dem Tierschutzverein gesagt. Da sage ich, wenn dann wirklich irgendwie Hof oder ja wirklich Haus jetzt mit Garten, ne, also wo der Hund vielleicht auch selber entscheiden kann, ebenerdig, ohne Treppen, ohne alles, wobei es jetzt bei uns gar keine Probleme hat mit Treppen, weil auch bei uns müssen die Hunde über 40 oder 50 Zentimeter in das Zimmer reinspringen, also haben sie jetzt gar keine Probleme. Ja, armes Mäuschen, oder? Also wie die sich verändert hat. Und wie gesagt, noch einmal, ich habe euch die Videos aus dem Shelter gezeigt. Ganz tragisch. Da bricht zu einem halt wirklich dieses Herz. Diese Panik, die die da hat. Weg, vor, zurück. Die hat dann auch wirklich hingebieselt. Wenn man, ich bin heute irgendwo mal reingegangen und habe dann ausgeputzt und bin nicht zu nahe gekommen. Wie gesagt, ich achte ja da nicht drauf. Die bieselt dann auch sofort. Ne? Also die hat wirklich Panik, diese Hündin. Tja, schauen wir mal, was wird. Und ist klar, wenn da natürlich der Weg versperrt wird, die geht nach vorne und beißt. Also die hat auch die Pflegestelle dann drei oder viermal schon angeknurrt gehabt. Wenn die Tür zu war und sie kam nicht aus dem Zimmer, dann wird die Pflegestelle schon angeknurrt. Also und bin davon überzeugt, dass die einfach auch wirklich zubeißt. Naja, wie gesagt, deswegen mache ich diese Videos auch immer für meine ganzen Online-Schulungen. Ich finde, das sind halt immer gute Videos, da wo man halt einfach auch Körpersprache und alles sehen kann und vor allem, wie sich die Hunde auch verändern können, wenn man ihnen, wie gesagt, halt einfach Zeit gibt. So, dann Allgemeines über Auslandshunde. Ja, das ist halt eben das große Problem. Wir haben eben die Futterprägung bis zur 12. Woche. Welpen bevorzugen das Futter, mit dem die Mutter gefüttert wurde oder halt eben mit dem sich die Mutter ernährt hat. Erste Informationen über das Futter erhalten die Welpen bereits im Mutterleib. Die aromatischen Substanzen gehen dann über die Nabelschnur schon im Fötusalter auf die Welpen über. Und die aromatischen Substanzen gehen dann auch in die Muttermilch über und werden dann durch die Muttermilch verteilt. Und wenn dann natürlich die Mama die Welpen abschleckt, quasi so über diesen Mundgeruch, da wird dann eben diese aromatischen Substanzen auch noch weitergegeben. Und das große, große, große Problem ist, ja, wenn der Hund, wie in dem Fall von der Isi, oder die Mutterhündin im Fall von der Isi, oder eben vielleicht der Tierschutzverein im Fall von meiner Isi,
vielleicht Brot gefüttert hat. Oder diese Pizzahunde, sag ich ja, von Günter Bloch, die eben von Pizza und Brot und Brötchen ernährt wurde. Die fressen uns, die fressen nichts anderes. Und es kommt jetzt halt immer so ein bisschen drauf an, wenn Müllhalden in der Nähe waren, ist das für uns eigentlich sehr gut, weil da wahrscheinlich eben auch ein unterschiedliches Angebot war. Und dann haben diese Hunde eine sehr weite Nahrungsprägung. Dann fressen die auch in der Regel alles, was ihnen vorgesetzt wird. Wenn die Hunde, sage ich ja, vielleicht nur von Spaghettibrot ernährt werden, ja, dann habt ihr halt eine sehr enge Nahrungsprägung und dann vielleicht eher mäkelige Fresser. Wichtig aber halt auch für die Rassehunde. Das hat jetzt nichts mit Auslandshunden zu tun, sondern auch mit Rassehunde. Wir haben ja auch Rassehunde, die vielleicht irgendwie nur Trockenfutter bekommen haben oder die Mutterhündin nur Trockenfutter bekommen haben, die Welpen nur Trockenfutter bekommen haben. Dann kommen sie zum Besitzer, der möchte barfen und der Hund steht davor und sagt, kenne ich nicht, fresse ich nicht, weiß nicht, was das ist, keine Ahnung, eklig. So nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das isst er dann auch nicht. Ja, und da muss man dann natürlich halt auch darauf eingehen. Dann sage ich, okay, ich würde vielleicht gerne barfen, aber der Hund frisst es mir nicht, dann bleibe ich halt einfach eben beim Trockenfutter. Ne? Und ist dann auch sehr, sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wer von euch die Sophie Strothweg kennt. Die hat ja eine Hündin aus der Türkei und das ist ja quasi das Dönertier, sagt sie oder beschreibt sie auch in ihrem Buch. Und sie sagt, ja, das Problem war, die hat uns nichts gefressen, bis sie dann irgendwann mal durch den Park gegangen ist und da war ein Döner und die hat den Döner verschlungen. Klar, war auch ein Hund, der aus der Türkei kommt. Und sie hat es dann so weit bekommen, dass sie auch anderes Futter gefressen hat. Aber immer, wenn sie im Stress war, hat sie Futter vermieden und ist tatsächlich, ja, einfach auf Döner umgestiegen. Und dann hat sie ja dann zum Dönerladen gegangen und hat dem Hund einen Döner gegeben. Ja, also so eine Futterprägung sollte man nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite haben wir aber so Müllschlucker und sehr dicke Hunde auch. Stress, ja, also vielleicht auch der vorgeburtliche Stress von der Mutterhündin, kann, muss nicht sein. Also es sind immer alles Kann-Geschichten. Kann zu einer Einschränkung des Appetitzüglersystems führen. Nämlich dem Leptin. Das Leptin ist ein Hormon und das hemmt das Auftreten von Hungergefühl. Wenn ich ja was gefressen habe, dann ist es ja so, habe ich irgendwann mal kein Hungergefühl mehr, ne? Weil eben dieses Leptin einfach dafür ist, dass es dann sagt, so, du hast genug gegessen und so, jetzt bist du jetzt erstmal damit ein paar Stunden beschäftigt und jetzt brauchst du nichts mehr. So, also das hemmt eben dieses Auftreten von Hungergefühl, wenn wir dann auch was gegessen haben. Das Problem ist aber, dieses Leptin funktioniert nur bei stabilen Umweltbedingungen und kann bei ungünstigen Lebensbedingungen abgeschalten werden. Und wir haben einfach sehr, sehr, also wir haben natürlich auch andere Rassen, à la Retriever, die wahrscheinlich auch hier Probleme in diesem Hormonsystem haben und eben so, ne, so 5 Kilo davon fressen. Aber wir haben sehr, sehr, sehr viele Auslandshunde. Ja, die wirklich plündern, die alles fressen. Und viele Leute denken sich immer, ja, das liegt bestimmt daran, dass halt einfach auch der Hund da Hunger erleiden musste. Nein, es kann wirklich an diesem Leptin liegen. Nämlich Stress kann eben dieses Leptin ausschalten, dieses abschalten. Dann haben diese Hunde halt einfach kein Sättigungsgefühl mehr, ja, und dann fress und fress und fress und fress und fress und fress ich, dann habe ich vielleicht noch ein Pika-Syndrom, also dass ich halt einfach alles fresse, auch beim Spaziergang, dass ich dann einfach auch vielleicht Sachen fresse, die ich gar nicht fressen sollte. Also fressen von nicht fressbaren Gegenständen, das ist ja das Pika-Syndrom, hatte ich jetzt auch letztens eine Hündin da vom Ausland, von Bosnien, die hat tatsächlich Textilien gefressen. Also Gott sei Dank ist es nur bei Textilien geblieben und nicht andere Sachen. Aber da habe ich auch blöd geschaut, als das Brustgeschirr am nächsten Tag nur noch halb da war. Und du denkst dir so, okay, da liegt so eine Schnalle und da liegt ein Ring. Okay, wo ist das andere Teil von diesem Brustgeschirr hier? Cool. Gott sei Dank hat sie es postwendend wieder raus und es ist nie irgendetwas passiert. Aber
Klar, diese Hündin haben wir dann auch Maulkorbtraining drauf gemacht. Die war relativ schnell vermittelt. Und die haben weiterhin den Maulkorb dann erstmal da auch drauf gehabt, weil, wie gesagt, Textilien hat die halt einfach gefressen. Müllschlucker können ihren Ursprung also in ihrer frühkindlichen Prägung haben. Ja, haben wir, wie gesagt, auch. Sozialsystem, es gibt so ein bisschen dieses fuchsartige System. Jedes Tier ist bei der Nahrungssuche alleine unterwegs. Hauptsächlich kleine Dörfer mit reichlichem Nahrungsangebot, wenig Konkurrenz. Das Problem ist, wenn ich da eben diese Welpen einfange oder diese Mutterhündin, die vielleicht jetzt schon 3 Jahre, 4 Jahre auf der Straße gelebt hat, eben so in diesem fuchsartigen System. Ich sammle diese Hündin ein, die hat vielleicht jetzt auch noch Welpen. Diese Welpen mussten sehr, sehr häufig alleine bleiben. Kann es eben sein, dass es aufgrund dieser Sache ein Hund wird, der überhaupt nicht gesellig ist. Ja, das, wie gesagt, einfach so diese Geselligkeit nicht wirklich gelernt hat. Dann gibt es eben dieses wolfartige System, dieses gemeinsame Nahrungssuchen von 2, 3 Tieren, hauptsächlich an zentralen gesammelten Orten, zum Beispiel Müllhalden. Da kann es eben sein, dass diese Welpen unter Aufsicht dann zu Hause bleiben, weil die anderen Hunde in der Gruppe die Mutterhündin mitversorgen. Und dann werden es eben geselligere Hunde, ne? Wenn ich die, wie gesagt, dann einfange und nach Deutschland bringe. Es kann eben auch hieran liegen. Muss nämlich immer nicht alles sein, dass der Hund schon was ganz was Schlechtes erlebt hat. Ja, weil das heißt immer, ja, ich habe einen Auslandshund, denn der hat automatisch was Schlechtes erlebt. Nö, es kommt halt eben darauf an, wie die Mutterhündin vielleicht ihre Nahrung besorgt hat. Verträglichkeit, auch das kommt auf die Erfahrung mit Mensch, mit Hund, mit Tier an. Die Erfahrung als prägender Faktor heißt, ist die Erfahrung schlecht, weil ich jetzt vielleicht doch gehauen wurde, dann ja, werde ich wahrscheinlich ein Hund sein, der jetzt mit Menschen nichts zu tun haben möchte. Bin ich aber jetzt einfach auch ein Hund, der ja gar nicht auf Menschen geprägt sind, weil da keine Menschen waren oder weil da keine Hunde waren, haben wir natürlich auch ein großes Problem. Welpen werden nicht freundlich geboren, sie werden geboren, um freundlich zu werden. Und deswegen braucht es eben positive Erfahrung, um später freundlich zu sein. Und da der dritte bis vierte Monat ist wirklich hier entscheidend auch für die Gesellig oder ist die entscheidende Phase für Geselligkeit und Verträglichkeit. Und in der ersten Prägephase, ja, die ist ja, je nachdem, wie es immer beschrieben hat, ungefähr 12. bis 14. Lebenswoche, Menschen sehr nett. Und zweite Prägephase, da ist es halt eben wichtig, dass Schutz, Einführung in die Gruppe, Bindung und dass es sich eben halt einfach lohnt, bei Menschen zu sein. Und wenn jetzt mein Hund 4, 5 Jahre alt ist, ja, und Menschen nicht sehr als nett angesehen hat, dann ja, haben wir eben diese Susu, diese schwarz-weiße Hündin, die einfach das nicht möchte. Und dann muss man es halt einfach aber auch akzeptieren. Und dementsprechend müssen dann halt auch solche ja, Umgebungen gesucht werden, wo nichts erwartet wird von diesen Hunden. Na, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Von der Susu kann ich es nicht erwarten, dass sie jemals mit mir irgendwann mal spazieren geht. Dann unser letzter Punkt, unsere Persönlichkeitstypen. So, was könnt ihr denn jetzt auch machen mit diesen Hunden oder mit vielen Hunden? 70% also sage ich, 70% der Auslandshunde sind B-Typen, wegen dem schwierigen und auch nicht planbaren Umfeld. Sind da einfach viele B-Typen, sage jetzt mal in Anführungszeichen, entstanden. Ob der Hund jetzt ein A-Typ oder ein B-Typ ist, ist ein Drittel genetisch bedingt, also Charakter, und 2 Drittel eben die Sozialisation, Erfahrung, Umwelt, Rasse. Und eben bei der Umwelt, ja, musste ich mein Futter selber holen, musste ich mal kämpfen, Stress etc. Und wie gesagt, deswegen sind ganz, ganz, ganz viele Hunde aus dem Ausland B-Typen. A-Typen, das sind die aktiven, ich darf es sagen, weil ich auch ein A-Typ bin, die Arschi-Hunde, die halt einfach mal hingehen und gucken und die einfach mal ohne nachzudenken irgendetwas machen oder als Mensch, der erstmal raushaut und dann überlegt, was man da gesagt hat. Also ich sage, das sind die A-Typen, die aktiven, die ein bisschen Arschi-Typen, und die B-Typen, das sind die bescheidenen Hunde. Oder beziehungsweise bescheidenen Typen, auch beim Menschen gibt es ja B-Typen. Und ja, wie kann ich das jetzt denn ja, einschätzen, was jetzt mein Hund
ist, ob er jetzt ein A- oder ein B-Typ ist, kommt jetzt eben darauf an, ja, welche Aufgabe er hatte er. Der Mali ist in der Regel halt ein A-Typ, ein Terrier ist in der Regel ein A-Typ, weil ja, es ist ein Hund, der nicht denken durfte. Geh dahin zu den Wildsau, beiß rein und denk nicht darüber nach, dass du vielleicht jetzt jeden Moment aufgespießt werden könntest. Ne? Die Hunde dürfen nicht nachdenken. Die sollen einfach selber entscheiden, nach vorne gehen, aktiv nach vorne gehen und nicht erstmal sich die Situation anschauen. Ja, bis dahin ist die Wildsau weg oder die Wildsau auf mich zugerannt. Und klar, auch bei den Mallis, ne, oder auch bei vielen Schäferhundtypen, geh hin und schau nicht, geh da einfach rein im Krieg und mach und ne, überleg halt quasi nicht. Das sind, wie gesagt, die A-Typen. Und die B-Typen, ja, das sind dann doch eher die Hunde, ja, die überlegen sollten. Die Wachhunden, die sollten ja, haben wir ja gerade gehört, die sollten überlegen, ist das jetzt ein Eindringling oder ist das jetzt vielleicht Besuch? Ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Ich beobachte den jetzt noch ein bisschen. Und dann entscheide ich, okay, das ist jetzt nur der Besuch, dann gehe ich halt einfach zur Seite und gehe halt einfach weg. Und wenn ich merke, das ist aber der Eindringling, knall ich nach vorne, dann beiße ich den auch. Also A- und B-Typ hat nichts damit zu tun, ob jetzt der Hund beißt oder flüchtet. Auch der A-Typ kann flüchten. Das Flüchten schaut dann halt aber auch so aus, umdrehen und weg. Das ist der A-Typ. Auch das aktiv, schnell und ohne zu überlegen. Und der B-Typ, wie gesagt, ist dann einer, der dann halt sich die Situation anschaut und dann sagt, nee, ist nicht gut, ich gehe einfach mal. Außer natürlich, der Hund kommt in Panik und die Situation ist jetzt so, dass der Hund sich so erschreckt und einfach abhaut. Ja? Da muss man natürlich schauen. Man kann jetzt eben auch nicht sagen, der Hund an den Zaun knallt, das ist jetzt automatisch der A-Typ und der Hund, der 5 Meter vom Zaun entfernt stehen bleibt und bellt, das ist automatisch der B-Typ. Wie gesagt, so kann man das nicht unterscheiden, weil alles, was halt so eine Alltagssituation wird, ist ja dann Routine und dann kann auch der B-Typ irgendwann mal sagen, so. Was ich ja schon gesagt hatte, 2 Jahre habe ich dir jetzt zugeschaut, 2,5 Jahre hast du nicht gemanagt, so, heute ist Tag X, jetzt regel ich das an dem Zaun. Ich habe eben 3 Jahre zugeschaut, 2,5 Jahre zugeschaut und jetzt mache ich da vorne. Na, jetzt kann ich eben nicht sagen, der B-Typ wird nie an den Zaun knallen. Ihr müsst mehr oder weniger diese Charaktereigenschaft, könnt ihr am besten eben sehen oder halt einfach mal, welcher Typ mein Hund ist. Wenn ich ihm eine Situation oder wenn ich eine Situation schaffe, die so noch nicht war. Oder beziehungsweise ich gehe vielleicht jeden Tag den gleichen Weg entlang und auf einmal steht auf diesem Weg irgendetwas. Gott, der B-Typ wird erstmal stehen bleiben und wird sagen, das Auto stand aber jetzt da die letzten 50 Male nicht. Dann wird er schauen, dann wird er gucken und dann. Wie gesagt, kann es sein, dass er sofort hinläuft und es auch verbellt und sagt, hey, du Auto gehörst nicht in meiner Waldrunde dazu. Oder er kann sagen, ne, da gehe ich jetzt nicht vorbei, da steht ein Auto. Also er wird jetzt natürlich nicht sagen, da steht ein Auto, weil er weiß ja vielleicht nicht, dass es ein Auto ist. Aber er war halt, wie gesagt, 50 Mal schon hier. Das ist eben Routine und auf einmal ist irgendetwas anders auf dieser Routine. Der A-Typ wird das vielleicht gar nicht bemerken und der A-Typ sagt, oh cool, da hinten steht was, da gehe ich da mal hin und beschnüffel. Ne? Weiß nicht, schaue ich mal halt einfach. Und daran könnt ihr es, wie gesagt, einfach erkennen. In so einer Stresssituation oder halt, sage ich ja, in der Routine und irgendwann, was ändert sich dann auf einmal? Oder ihr seid auf dem Hundeplatz, den kennt der Hund noch nicht und dann kann man ja auch mal irgendwie einen Test machen, dass man jetzt vielleicht irgendwas von der Decke runterfallen lässt. Oder Thomas Baumann macht das ja auch, ne? Der hat da seine Halle, da kommt der Hund rein, das kennt ihr eben nicht und dann fällt irgendwas von der Decke und dann schaut man eben, wie der Hund reagiert und dann kann man die Hunde eben einschätzen, aber nicht im Alltag. So, dann haben wir gesagt, also 70% unserer Hunde sind eben die B-Typen, haben da dadurch eben auch dieses passive Verhalten, neue Situationen werden abwartend, beobachtend und zurückhaltend erlebt, habe ich ja schon gesagt. Trotzdem können sie dann angreifen und reinbeißen oder eben flüchten, schauen sich alles aus der Ferne an, diese angeborene Skepsis, so ein bisschen auch diese pessimistische Grundeinstellung, die sie haben. Naja, ist ja eh alles schlecht. Ich bin ja der Optimist. Ach, das kaufe ich mal, keine, ist wurscht, ob ich Geld habe, das kaufe ich. Meine Mutter ist eher der B-Typ.
Wir haben Geld und trotzdem kaufen wir es nicht. Also versteht ihr, das ist immer sehr gut, weil wir ergänzen uns. Ich bin A-Typ, sie ist B-Typ und dann treffen wir uns halt quasi so ein bisschen in der Mitte. Und es braucht eben auch beide Typen, weil wenn es halt jetzt nur A-Typen gäbe, dann würden alle über die Straße laufen, ohne rechts und links zu gucken. Wenn es halt nur die B-Typen gäbe, die würden halt gar nicht über die Straße gehen. Wie gesagt, es braucht halt einfach beides. Dadurch sind diese B-Typen aber halt auch ein bisschen frusttoleranter durch diese pessimistische Grundeinstellung. Ja, weil sie eben nichts erwarten. Wir A-Typen haben dann öfter mal Probleme mit Frust, weil wenn ich ja das jetzt nicht bekomme, was ich denke, oder wenn ich mich auch mal verschätze, weil ich vielleicht über einen Bach springe, der jetzt nicht 1 Meter, sondern 3 Meter sind, ja, dann habe ich mich verschätzt. Ich war total optimistisch, habe mich jetzt da vielleicht auch wehgetan. Ja, dann bin ich halt eben schneller auch frustriert. Bei verstärkter Problematik tun B-Typen dann oft aber auch gar nichts mehr, fallen dann in so eine erlernte Hilflosigkeit. Dieses Endstadium von dieser psychischen Cortisol, doch psychischen Cortisolüberforderung, also Dauerstress, Dauerstress, Dauerstress. Die machen gar nichts mehr. Die liegen einfach nur noch in der Ecke und bewegen sich einfach nicht mehr. Oder das sind Hunde, zu denen sagst du Sitz. Und die machen es. Zu denen sagst du Platz und die machen es. Anstandslos. Die schauen euch aber dabei nicht an, die machen es einfach. Wenn du nicht spazieren gehst, dann gehst du nicht spazieren. Wenn du sie streicheln willst, dann streichelst du es und halt wirklich jetzt, ja, wenn du die im Regen draußen hinstellst, dann bleiben die halt im Regen stehen. Die hinterfragen einfach nichts mehr. Ne, weil sie einfach diese B-Typen sind. Diese Hunde zeigen dann auch kein Erkundungsverhalten mehr, so à la Susu, die schnuppert nicht, die spielt nicht mit den anderen Hunden, die ist gar nicht in der Lage, andere Hunde überhaupt zu bewerten, die liegt den ganzen Tag eigentlich nur in der Ecke rum. Deswegen, wie gesagt, eben auch diese Leinengeschichte, dass wir sie einfach mal da rausholen, so ein bisschen aus dieser Sache, ohne sie aber halt nicht komplett zu überfordern. Genau, das sind halt eben dann die Herdis. Ja. Der da hier, ne? Also dieser Nicht-Border Collie, der einfach abwartet. Oder diese weiße Hündin hier vorne, die warten halt einfach ab. Da kommt so ein Schnösel her, irgendwie so ein Labrador-Mischling, das war von der Pension, und der steht hier und wartet einfach ab. Und die sind halt so cool im Abwarten, ne? Wie gesagt, ich mag die Hunde ja total gerne, einfach vom Grundcharakter. Deswegen, ich habe alles. Ich habe eben so einen bekloppten Mali zu Hause. Ist auch toll, wenn man wirklich arbeiten möchte. Aber wenn man halt einfach keine Zeit hat, dann ist es einfach so nichts Schöneres, als wenn man so drei so Herdis hat, ja, die einfach nichts verlangen, die irgendwo in der Ecke liegen und die sagen, boah, ist das ein geiles Leben. Und du musst nichts tun. Man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man da mal nichts tut. Dem B-Typen, das ist so schade, wird halt leider Gottes eine verminderte Lernbereitschaft sowie eine geringere Intelligenz nachgesagt. Das stimmt überhaupt nicht, die sind halt eben abwartender, weil die hinterfragen halt auch, ja, muss ich jetzt wirklich zum 10. Mal Sitz machen? Warum soll ich jetzt Sitz machen, wenn ich ja quasi gerufen werde und dann wieder Sitz machen muss? Also ja, lass mich doch gleich sitzen. Ja, im Gegensatz zu dem Mali, die sagt, boah, darf ich das zum 187. Mal bitte Sitz machen? Das macht so viel Spaß. Ja, und deswegen werden die halt oft von Trainern auch so ja, falsch verstanden. Ja, aber, und der Hund muss arbeiten und wenn er jetzt das nicht macht und wenn er keinen Sitz zum 5. Mal macht, dann ist er eben dominant. Nö, die hinterfragen halt. Ne? Die sagen halt, ja, pff, muss das jetzt sein? Wenn du so einen Hund hast, der eben im Dauerstress ist, also im Dauercortisol, muss man schon sagen, hemmt dieser Dauerstress das Gedächtnis und die Lernleistung. Und im Stress können auch Übungen, die ansonsten gut funktionieren, ja gar nicht mehr ausgeführt werden und werden als submissiv bezeichnet. Das heißt, sie passen sich ihrer Rangfolge schnell und gerne an. Sieht man bei diesen Hunden relativ schnell, dass sie sich anpassen, wenn sie denn einen Sinn dahinter sehen. Ne, das ist das halt einfach. Wenn sie einen Sinn dahinter sehen und wenn sie halt aber auch einen starken Menschen vor sich haben, der Mensch, der managt, der Mensch, der strukturiert und kein Mensch, der, wie gesagt, unsicher ist und dann sagt, ja, ich weiß ja selber nicht, dann ja, übernehmen die auch, weil irgendeiner muss ja dann auch übernehmen. Und wie gesagt, ich habe halt null Probleme mit meinen Herdis.
strukturiere die. Ich habe auch am Donnerstag, da haben wir ja dieses Thema Territorialverhalten, habe ich euch Videos gemacht. Gerade ich habe ja relativ, ja, kein so ein gutes Zuhause für Herdenschutzhunde, weil ich eben die Hundepension habe und ich habe halt auch sehr viele Tagesgäste und da latschen halt auch immer Leute in ihr Grundstück rein. Und trotz alledem haben die aber auch kein Problem. Klar, die Isi motzt da mal im Hintergrund und bellt dann auch mal und aber trotz alledem kann ich die managen. Die Welpen sind total, also die Welpen, die Junghunde, sind total freundlich, aber ich manage sie halt einfach. Sie dürfen jetzt zum Beispiel nicht dran. Sie haben ein Abkommando. Da habe ich euch eben, wie gesagt, für Donnerstag einfach auch ein Video gemacht. Klar werden sie, hätten sie territoriale Ansichten, aber ich habe ihnen sofort gesagt, das ist mein Grundstück. Musst du da halt dann selber dein eigenes Grundstück kaufen. Und wie gesagt, da haben wir euch ein Video gemacht, wie halt eben eine Kundschaft reinkommt, wie Pensionsgäste reinkommen. Natürlich würden meine Hunde hingehen und ich schicke die weg und ich sage, hey, ich mache das, ich manage das, überhaupt gar kein Thema. Und dann trollen die sich halt einfach. Die haben gelernt, Diane macht. Aber Diane ist sich halt eben auch sicher. Hormone. Bei diesen B-Typen ist dieses Cortisol, also eben dieses Stresshormon. Im Stress ist Adrenalin, Noradrenalin, was bei diesen A-Typen eher drin ist, im Normalbereich. Und das Problem ist bei diesen Typen halt einfach, dass dieses Cortisol lange dauert, bis es wieder abgebaut wird. Deswegen lassen wir diesen Hunden ja auch immer Zeit. Ne, es dauert bis, also Tage auf Tage, aber auch teilweise echt Wochen, bis die Hunde nicht permanent wieder in dieses Cortisol und Cortisol und Cortisol reinkommen. Und genau, bei uns kriegen die die Zeit und Gott sei Dank habe ich halt eben auch gute Tierschutzvereine, die halt sagen, die kriegen die Zeit. Die müssen jetzt nicht von jetzt auf gleich vermittelt werden und jetzt mach mal und die drängen mich dann und nein und jetzt und die haben immer noch kein Halsband und die haben immer noch keine Leine drauf. Jetzt sind die aber schon eine Woche da. Würde ich nie arbeiten mit so Vereinen. Ne? Ich möchte meine Zeit haben. Wir trainieren. Wir sind auch drei Leute, die mit den Hunden trainieren. Nee, vier Leute. Stopp, vier Leute. Die Isabel, die Nina, die Maya und ich. Und das ist halt eben auch das Schöne. Die Hunde haben halt nicht nur eine Bezugsperson. Wir gehen eben alle rein. Die haben da schon einfach vier unterschiedliche Leute. Jeder ist ja da auch ein bisschen anders. Und das Gute ist, ich finde halt den und den cool und ich mag den und den vielleicht aber auch gar nicht. Gibt es ja auch. Und den findet aber halt dafür dann die Nina ganz toll. Ja, okay, dann macht sie halt eben mit dem ein bisschen mehr und ich halt mit dem anderen ein bisschen mehr. Und wie gesagt, es dauert halt einfach seine Zeit. Bis dahin zu, dass es aber vielleicht auch gar nicht hundertprozentig weggeht. Und wenn ich so einen Hund, und das ist halt leider Gottes auch noch die Problematik, ne, ein Hund, der so im Cortisol drin steht und immer schneller in dieses Cortisol reingeht, und Cortisol hat halt leider Gottes diese Eigenschaft, immer schneller dann auch ausgeschüttet zu werden. Und das weiß man ja, wenn man gestresst ist und man sitzt ja zum Beispiel vor dem Computer oder man ist irgendwie Gedanken und dann kommt jemand und legt einen die Hände auf der Schulter, oh, dann erschreckt man sich halt total schnell. Ne? Und wenn man nicht so gestresst ist, dann, ja, ach, Servus, dann redet man mit dir. Ne? Und so ist eben dieses Cortisol. Es geht halt ganz schnell dann eben in diesen Körper rein. Und der Gegenspieler vom Cortisol ist aber, leider Gottes, hat unser Testosteron, nicht wie hier steht Testosterol, sondern Testosteron, Testosteron, das ist ein Rechtschreibfehler. Und wenn ich jetzt aber diesen Hund kastriere und ah, ich habe so viele Frühkastraten bei mir am Hundeplatz. Hunde, die mit 5 Monaten schon kastriert werden, mit 6 Monaten schon kastriert werden, wie sollen denn die jeweils hier rauskommen? Die kommen ja gar nicht mehr raus. Ne? Also Cortisol und dann halt eben mein Stress, den ich vielleicht hatte, dann mein B-Typ, ich bin halt da einfach ein B-Typ und dann habe ich keinen Gegenspieler mehr, weil ich mit 5, 6 Monaten kastriert wurde. Übel. Also richtig, richtig übel. Und wenn dann die Hunde mit 8, 9, 10 Monaten zum Bellen anfangen, aber dieses Unsicherheitsbellen, nicht dieses, ich bin jetzt hier der große Macker, sondern so ein Unsicherheitsbellen, dann wird denen eben nachgesagt, oh, du hast einen Herdenschutzhund und guck mal, und der wird jetzt dominant und dann kommt Druck drauf und ich sag ja, und irgendwann geben sie sich auf oder sie knallen halt an. Und das ist immer dieser Teufelskreis. Und deswegen habe ich auch diesen Vortrag jetzt kostenlos angeboten. Er wird ja wieder bei YouTube hochgestellt. Und ich hoffe, dass das eben sehr, sehr, sehr viele Leute dann auch eben im Nachhinein dann noch anschauen.
Verhaltensauswirkungen dieses Cortisolsystems, Aktivitätsdämpfung bis hin zur Depression. Ja, die Hunde haben Depressionen, Lern- und Konzentrationsschwächen. Wie will ich mit dieser Susu, die nur geflüchtet ist, lernen? Wie will die sich konzentrieren? Wie will die beobachten können? Geht halt einfach nicht. Diverse Angstreaktionen, Panik, Angst, Aggression und diverse Aggressionsreaktionen, aber alles im defensiven Bereich. Also defensiver Bereich ist immer von einem Hund gezeigt, der nicht sicher ist. Offensive, es gibt eben offensive territoriales Verhalten und offensive Ressourcenverteidigung und es gibt halt eben defensiv. Und beim Offensiv, da bleibt der Hund stehen. Der knurrt euch an, der schaut euch tief in die Augen, Rute oben, Schwerpunkt vorne und die stehen und sagen, hau ab oder geh weg von meinem Futter. Und die Hunde, die so defensiv sind, ja, die zeigen das auch kurz. Die stehen dann auch mal kurz für 3 Sekunden so da und haben Fixierblick und Schwerpunkt vorne, aber die fallen dann wieder ganz schnell nach hinten. Ne, die Rute geht ganz kurz mal nach unten, die gehen 1, 2, 3 Schritte nach hinten, die gehen dann wieder 2, 3 Schritte nach vorne und dann gehen sie wieder 2, 3 Schritte nach hinten. Also das sind Hunde, die sich einfach nicht sicher sind. Und das ist halt immer diese große, große, große Problematik, wenn die Leute nicht genau hinschauen. Und ich mache das auch immer vor. Also ich spiele tatsächlich auch immer Hund, wenn ich offensives und defensives Verhalten den Leuten erkläre. Oder die Leute sagen, mein Hund hat mich angeknurrt und dann sage ich, wie war denn der Hund? War der jetzt so? Also dann zeige ich das, dann schaue ich die an, dann bewege ich mich nicht, dann ist der Schwerpunkt vorne, ich bin angespannt. Oder war jetzt der Hund so, dass der eben kurz schaut, dann wieder wegschaut, dann wieder vorschaut, und dann wieder wegschaut und dann wieder hinschaut. Und dann sagen die Leute, ja, das Letztere. Wenn ich jetzt nur die Leute fragen würde, hat der dich angeschaut, würden die Leute sagen, ja, hat er ja auch. Ne? Auch im defensiven Verhalten schaut euch der Hund an. Schaut euch nochmal diese Videos an, die Hunde, die so geflüchtet sind von uns, die schauen euch an. Und wie gesagt, ein Hund, der jetzt aber halt einfach aus Unsicherheit jetzt knurrt an der Ressource, der schaut euch auch an. Muss ja auch mal schnell gucken, wie reagierst du denn? Aber er hält den Blick halt einfach nicht. Und das ist eben dieses entscheidende Merkmal. Erziehungsratschläge wären dann, ja, was kann man jetzt eben mit der Susu machen? Was kann man mit dieser Nanika machen? Nochmal, es sind einfach Hunde, die nicht besonders viel Selbstwertgefühl haben. Persönlichkeitstraining. Aber nicht versuchen, die Persönlichkeit zu ändern und den Hund zu ändern, sondern Persönlichkeitstraining einfach zu machen. Hund in Eigeninitiative Übungen lösen lassen. Ja, indem wir der Susu einfach Futter hinschmeißen, also nicht locken und nicht erpressen, sondern hinschmeißen. Und sie muss das dann vielleicht selber einfach mal suchen. Ne? Und da haben wir ja schon, oh, ich suche, ich habe ein selbstverschafftes Erfolgserlebnis. Dann mit der Zeit fängt man dann eben auch an, dass man vielleicht dann irgendwas hinstellt. Die Hunde müssen dann vorbeigehen an diesem Gegenstand. Das haben wir mit unserem Sam Carter gemacht, der ein halbes Jahr in der Endstelle war, ein halbes Jahr nicht aus dem Wohnung gegangen ist, weil er keine Treppen gestiegen ist. Dann ein halbes Jahr in einer anderen Pflegestelle, wo er nur umeinander gekläfft hat und panisch umeinander gelaufen ist. Dann kam er zu mir. Ja, und der war relativ schnell, dass der uns angeschaut hat, der war relativ schnell, dass der eben ja, sich Dinge angeschaut hat und den haben wir dann einfach mal eine Gießkanne da reingestellt, den haben wir einfach mal einen Reifen da rein, deswegen habt ihr ja gesehen, auf den einem Video lag da mal ein Autoreifen umeinander oder eine Schubkarre und wir haben das einfach reingestellt und dann sind wir wieder rausgegangen und jetzt, dann hat er das gesehen, dann hat er sich natürlich nicht so vorbeigetraut. Dann ist er erstmal liegen geblieben. Ne? Und dann hat er sich aber irgendwann mal vorbeigetraut. Und das ist natürlich so selbstverschaffte Erfolgserlebnisse. Ne? Oder klickern, wenn es denn geht, ist jetzt beim Herdenschutzhund ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, viele fressen ja da nicht. Suchspiele, Fährte, aber wie gesagt, halt einfach auch mal so Bodenarbeitselemente, dass man eine Stange in den Weg reinlegt, wo er drüber steigen muss. Das ist ja für die schon, wow, ich bin da drüber gesprungen, ich bin über eine Treppe gegangen, wow, ja, ich schaffe das. Ne? Persönlichkeitstraining, ich kann das, ich schaffe das. Ne? Und ich schaffe das aber auch von mir aus. Natürlich ganz minimale, kleine, poplige Sachen, auf die man gar nicht kommt. Ne? Aber
für die Hunde ist das halt einfach so, boah. Und so haben wir uns an Sam Carter wahnsinnig gut gestärkt. Und ja, mittlerweile steht er auch schon mal am Zaun und bellt und sagt, das ist aber mein Auslauf, gerade bei den Neuen, so mantelt er sich schon auf. Wir können ihn mittlerweile anfassen, wir können mittlerweile Brustgeschirr, wir können mittlerweile kämmen, Krallen schneiden, alles. Klar, immer mit dieser Option, okay, besonders toll finde ich es jetzt nicht. Er kommt, er bleibt auch auf 1 Meter liegen, wie gesagt, streicheln, ja, dann streicheln hat man schnell. Aber ja, wie gesagt, der kommt einfach dran und ja, fordert jetzt schon so ein Leckerchen auch mal und das ist mega cool, ne? Das ist richtig, richtig schön, die Arbeit, wenn man da halt einfach Zeit bekommt. Genau. Ansonsten nur noch die letzte Folie, die Spätfolgen von Dauerstress, eben chronischer Durchfall, Magenschleimentzündungen, Geschwüre. Die A-Typen haben dann eher Schlaganfälle, Herzinfarkte etc. Stoffwechselerkrankungen, geänderter Immunstatus, der Blutzucker steigt, Leber-Nieren-Problematiken. Sie sind sehr, sehr häufig infektanfällig, haben auch dauerhaft oft viele einfach immer Giardien etc. 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 Genau, wenn du halt ein B-Typ im Dauerstress bist. Wie gesagt, die A-Typen, ich sterbe dann wahrscheinlich eher am Herzinfarkt. Genau, so, mehr habe ich jetzt erstmal zu dem Allgemeinen nicht. Deswegen jetzt erstmal vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Donnerstag habe ich, wie gesagt, einen kompletten Vortrag über das territoriale Verhalten. Was ist territoriales Verhalten? Was ist kein territoriales Verhalten? Wie kann ich im Management reingehen? Wie kann ich ja, in Anführungszeichen in die Erziehung reingehen? Wie schaut die Körpersprache bei defensiven und offensiven Territorialverhalten aus? Genau, wer da noch Lust hat, kann sich dann gerne noch anmelden.